fröhlich mit Herzchen ins Internet postest, als sei es ein Friseurbesuch. Nix leben und leben lassen. Das scheiß Argument zählt für mich eh nicht. Aber... Ui, merkt ihr was? Da hat jemand auf jeden Fall Demokratie im Dritten Reich studiert, schätze ich. I got the Prowler! Heute reden wir über ein Thema unserer Zeit, welches so ironisch ist, dass ich es fast als Realsatire bezeichnen würde. Die Bezeichnung von Schönheitseingriffen und OPs als feministisch selbstbestimmten Akt. Und in dem Zuge möchte ich auch gleichzeitig generell über die Schönheitsideale reden, die wir aktuell auf Social Media vorgesetzt bekommen. Hallo. Und den inflationären Gebrauch von Botox-Behandlungen, Lippenunterspritzungen und Co. Disclaimer, wir reden nicht über gesundheitlich relevante OPs wie Brustverkleinerungen, Augenlasern, Fettabsaugung bei Lipodem. Wir reden auch nicht über geschlechtsangleichende OPs oder OPs, die Transgender-Personen helfen, sich mehr mit dem jeweiligen Geschlecht zu identifizieren. It's totally fine for me. Keine Diskussion. Wir reden heute über Eingriffe und OPs, die offensichtlich in erster Linie dafür gedacht sind, den Menschen einem gewissen Schönheitsideal näher zu bringen. Für die aktuelle Zeit bedeutet es Brustimplantate, Fettabsaugung und Fettunterspritzung an den richtigen Stellen, Stupsnasen, große Lippen und ähnliche Trends der letzten 10 Jahre. Ja, ich rede bewusst von Trends, dazu später mehr. Disclaimer Nummer 2. Ich bin kein über allem stehendes Wesen. Nein, bin ich nicht. Ich bin auch nicht frei vom Thema Schönheitsideale. Ich hatte als relativ junges Kind sogar eine Art Schönheits-OP, die damals von der Krankenkasse übernommen wurde, weil man... Sie hat sich die Ohren anlegen lassen oder die Zähne richten lassen. Befürchtet hat, dass ich ansonsten massiv gemobbt werden könnte. Retrospektiv ist dieser Gedanke irgendwie komisch. Trotzdem bin ich heute froh, dass ich es damals gemacht habe. Weil ich, wie gesagt, auch nicht frei von Schönheitsidealen bin. Ganz einfach. Ich denke nur nicht, dass das Erstreben dieser durch teilweise lebensgefährliche Operationen ein Akt der Selbstliebe oder der feministischen Selbstbestimmtheit ist. Ich erkenne einfach die unangenehme Wahrheit an, dass es manchmal einfach einfacher ist, einem Patienten einen Körperteil unter Narkose optisch zu verschönern, als ihn Jahre oder Jahrzehnte in psychotherapeutische Behandlung zu stecken, weil ihm eben seine Nase, seine Ohren, seine Ellenbogen nicht gefallen. Daher würde ich mich selbst auch nicht als grundsätzlich kontra Schönheits-OP bezeichnen. Um seelisches Leid, was sich auf ein bestimmtes Körperteil bezieht, schnell auflösen zu können, machen Schönheits-OPs teilweise Sinn. Wo ich allerdings sehr kontra Schönheits-OP bin, ist der inflationäre Gebrauch bzw. Trends, die es aktuell in der Industrie gibt. Ja, um über Schönheitseingriffe sprechen zu können, müssen wir erstmal über Schönheitsideale in unserer Gesellschaft sprechen. Denn eins steht fest, käme ein Kind ganz allein, ohne Medien, ohne Gesellschaft, ohne äußere Einflüsse auf diese Welt, würde es vermutlich niemals den Gedanken entwickeln, etwas an sich durch eine Operation verändern zu müssen. Der Satz, ich mache das für mich, ist daher logisch betrachtet ungültig. Klar, wenn du eine OP machst, dann machst du das, damit du dich besser fühlst, aber das passiert nur, weil du in Wechselwirkung mit äußeren Einflüssen existierst. Weil du, vielleicht auch nur unterbewusst, denkst, dass andere, die dich sehen oder die Gesellschaft insgesamt, dich dann attraktiver findet. Und das lässt dich besser fühlen. Warum denkt ihr, gibt es sonst in Europa zum Beispiel kaum OPs, wo sich Menschen ihre Nase vergrößern optisch oder sich ihre Bauchfettröllchen unterspritzen lassen, damit diese größer werden. Weil das eben gesamtgesellschaftlich nicht als schön anerkannt wird. Nach meinen Recherchen... Naja gut, Bauchfettröllchen sind aber auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Ich find's halt auch ein bisschen fragwürdig, dass sie den Leuten die eigene Entscheidung auch abspricht, dass sie sagen, ich mache das für mich. Natürlich ist das auch beeinflusst durch Gesellschaft, durch Kunst, Kultur, durch Zeitgeist. Aber sie nimmt sich mal wieder das Recht raus, über andere Menschen zu entscheiden und zu sagen, ich bin der Meinung, dass das so ist. Also ist das so. Finde ich super interessant. Ich meine, dass sich unsere Schönheitsideale aus 3 Komponenten zusammensetzen. Da wäre erstens die Biologie. Volles Haar, ein gebärfähiges Becken, eben alles, was für Gesundheit im Sinne von der effektivsten Art sich fortzupflanzen steht. Da dieser visuelle Teil in der Fortpflanzung bei Männern einen großen Stellenwert hat, sind einige feministische Filmkritiker in der Male Gaze Theory der Auffassung, dass sich dieser Aspekt schon seit Jahrzehnten in unseren Filmen,
Medien und Co. verstärkt, da diese in der Vergangenheit auch eher von Männern produziert wurden. Sehr spannende Theorie, würde jetzt aber ein viel zu großes Thema aufmachen und ist nicht Kern der Diskussion. Des Weiteren gibt es die Theorie des Mixed Race Ideals, also das Phänomen, dass eine globalisierte Gesellschaft sich die besten Attribute jeder Nation raussucht und diese in sich vereint, was dann auch teilweise als rassistisch aufgefasst wird. Da zum Beispiel Popstars wie Ariana Grande sich bestimmte Attribute anderer Kulturen aneignen, dunkle Haut durch exzessive Spray-Tan und große Lippen, aber die anderen Attribute, die ihnen nicht so gefallen, weglassen. Auch ein riesiges Thema, worüber man ein ganzes Video machen könnte, aber nicht Kern der Diskussion. Neben der Biologie ist eine weitere Komponente für die Schönheitsideale unsere Gesellschaft. Trends, die teilweise Jahrhunderte zurückreichen und besonders kulturell geprägt sind. Im asiatischen Raum steht helle Haut für Wohlstand, unter anderem, da man nicht der Sonne ausgesetzt auf Feldern arbeitet. In Europa war das bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ähnlich. Aktuell ist es andersrum, da gebräunte Haut Freizeit, Urlaub und somit Luxus verkörpert. Und die dritte Komponente ist der Kapitalismus. Also Schönheitsideale und Makel, die uns von der Industrie eingeredet werden, um daraus Profit zu schlagen. Die Marketingbranchen dieser Welt erzählen dir, dass mit dir irgendetwas falsch ist. Sie benennen etwas als Problem. Und dann machen sie ein Produkt, welches dieses Problem löst. Achtet mal darauf, es gibt kein Beauty-Problem, für das es nicht ansatzweise Lösungen gibt oder möchte gern Lösungen oder operative Lösungen. Ein Beispiel für ein sehr kurzfristiges Schönheitsideal, was hauptsächlich auf Marketing zurückgeht, sind zum Beispiel diese Fake-Freckles, die jetzt in den letzten Monaten und Jahren en vogue waren. Aber alle drei Faktoren existieren natürlich parallel und in Wechselwirkung miteinander. Vor allem der gesellschaftliche und kapitalistische Druck nimmt aber in den letzten Jahren stark zu, unter anderem durch die sozialen Medien. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich aber noch mit einem Mythos bezüglich Punkt 3 Kapitalismus aufräumen. Denn vielleicht hat der ein oder andere eben gestutzt und sich innerlich gedacht, heute ist das nicht mehr so. Es gibt doch mittlerweile ganz viele Unternehmen, die Diversität und Schönheitsideale abseits des Mainstreams zelebrieren. Und ja, nee. Aber sie sagt halt Kapitalismus, aber im Kommunismus gab es auch Schönheitsideale. Das können wir bloß nicht so nachvollziehen, weil der Kommunismus nicht so stark vertreten war oder ist. Und ja, in einer gewissen Art und Weise stimmt es auch. Es ist aber häufig einfach nur ein billiger Marketing-Trick, um euch Schönheitskapitalismus auf eine andere Art und Weise einzutrichtern. In den 90ern hieß es in Werbespots teilweise wortwörtlich, du hast ein Problem, das dich unglücklich macht, kauf unser Produkt und du bist endlich wieder glücklich. Deine Schwiegermutter kannst du nicht ändern, aber zum Glück kannst du dich ändern. Mit dem Tönungsschaum von Vella Color. Wie machst du das bloß? Was? Naja, wie toll du immer aussiehst. Sogar Schokolade verkneife ich mir. Ehrlich? Es muss Jogurette sein. Die schmeckt leicht. Da hat die Wurst ganz einfach wenig Fett. Das schmeckt man. Und das sieht man. Das eben, wenn ihr diese Wurst esst, dann geht's euch einfach so viel besser. Und ihr lauft schlendernd, während andere arbeiten müssen, durch die Innenstadt. Das fanden viele Menschen und vor allem feministische Bewegungen scheiße. Daraufhin haben die Firmen dieser Welt sich teilweise bewusst, teilweise unbewusst eine neue Strategie ausgedacht. Jetzt heißt es, du musst unser Produkt nicht kaufen. Du bist eine super unabhängige Person, die dieses Produkt, wenn dann, selbstbestimmt kauft, weil es ihr gefällt. Haare? Na und? Jeder hat sie. Egal, ob du sie magst oder nicht, es ist normal nicht zu wissen, wie du sie am besten entfernst. Probier doch mal die Weed Pure Produkte. Ohne Sorge, sich zu schneiden. Merkt ihr? Es läuft am Ende aufs Gleiche raus. Die Konzerne vermitteln euch nur die Illusion, als hättet ihr eine Wahl. Und noch schlimmer, die Illusion, dass ihr das Produkt des Konzerns am besten noch im Namen feministischer Selbstbestimmung kauft. Haha. Des Weiteren sind Beauty-Standards auch branchenübergreifend vertreten. Vor allem in Werbung, die eigentlich gar nichts mit Beauty zu tun hat, sieht man zu gefühlt 99% durchschnittliche, aber doch überdurchschnittlich attraktive Menschen. Also wenn jemand behauptet, wir sind mittlerweile von dieser Thematik frei, Pro Dono, Pro wir haben immer noch bestimmte und teilweise sehr unrealistische Schönheitsideale, wir framen sie nur anders. Manchmal einfach mit einer pinken Feminismus-Schleife drum. So, das wäre erstmal geklärt. Schönheitsideale existieren. Aber ich
denke, in einem gesunden Maße ist es völlig okay, diese in sein Leben einzubeziehen. Klar, unser äußeres Erscheinungsbild sollte niemals unseren Selbstwert bestimmen. Aber wir haben halt alle einen Körper und leben in einer Gesellschaft. Warum sollten wir nicht das Beste draus machen? Wenn Menschen sich zum Beispiel schick anziehen, pflegen oder schminken und Fitness machen, kann das ja sogar grundsätzlich etwas sehr Bestärkendes sein. Kritisch wird es meines Erachtens jedoch, wenn das Streben nach Schönheitsidealen die körperliche und geistige Gesundheit beeinträchtigt. Und das ist ein sehr unterschätzter Punkt, an den wir gegen Ende dieses Videos zurückkommen werden. Macht euch auf was gefasst. Extrem unrealistische Schönheitsideale existieren vor allem seit Social Media und sind gesamtgesellschaftlich eine Vollkatastrophe. Denn während zum Beispiel der ideale weibliche Körper in den vergangenen Jahrzehnten immer noch, noch einigermaßen durch Kleidung, Ernährung, Make-up etc. annähernd zu erreichen war, schreien die heutigen Fotoideale auf Instagram quasi danach, sich operieren zu lassen. Denn, oh Wunder, eine kleine Nase, volle Lippen, riesige Brüste, schmale Taille, einen enormen Hintern, am besten ohne dicke Oberschenkel und ohne Zellulite mit Thigh-Gap, Ja, da müssen wir aber, da sind wir wieder bei der Thematik, dass der Kunde ja auch immer mehr möchte und immer extremer möchte. Man gibt sich ja, du machst etwas, warum machst du es nicht zweimal? Und am besten noch umsonst. Lassen sich nur mit Unterspritzung, ästhetisch-plastischen Eingriffen oder ganz viel Photoshop erreichen. Und oh boy, die Leute springen drauf an. Lasst uns mal die Zahlen anschauen. Grundlage für die folgenden Diagramme ist die International Society of Aesthetic Plastic Surgery, der weltweit führende Berufsverband für zertifizierte ästhetisch-plastische Chirurgen aus über 100 Ländern, der schon 1970 gegründet wurde. Seit 2010 haben sie bis auf das Jahr 2012 jährlich veröffentlicht, wie viele Eingriffe in welchem Land vorgenommen wurden. Leider ist die durch die Bank weg die Zahl der Eingriffe in 2013 extrem viel höher. Ich weiß nicht, ob es da einen Messfehler gab oder einen anderen Grund für einen Boom. Das nur als kurzer Disclaimer. Schauen wir erstmal auf die operativen Eingriffe, also mit Vollnarkose, richtige OPs, die weltweit und deutschlandweit insgesamt durchgeführt wurden. Hier ist ein leichter Anstieg sichtbar. Ja, hat aber auch damit zu tun, dass natürlich, also würde schon sagen, dass da unter anderem auch Sachen Einflüsse haben wie Kostengestaltung. Schönheitsoperationen sind günstiger geworden über die Jahre. Vor allem auch sehr komplexe Schönheitsoperationen. Es gibt mittlerweile Kombipakete, wo du früher für, keine Ahnung, eine Brustvergrößerung so viel gezahlt hast, kriegst du heute Kombipakete, es werden gleich mehrere Sachen gemacht. Es haben sehr viel mehr Kliniken sich dem Ganzen geöffnet. Früher gab es eine Handvoll Chirurgen, die das gemacht haben und durften. Heutzutage, was ich auch bedenklich finde, dass es eben viele Quacksalber gibt, die letzten Endes keine, wie soll ich sagen, keine wirklich hinreichenden chirurgischen Fähigkeiten haben. Sie sagen jetzt hier Deutschland, da lässt man natürlich leider ein bisschen außer Acht, dass trotzdem immer noch auch viele nach Polen fahren, nach Weißrussland fahren oder, keine Ahnung, Bulgarien zum Beispiel auch, wo das Ganze günstiger ist. Allgemein, es ist zugänglicher geworden, so wie Prodigy das schreibt. Es ist massentauglicher geworden, ja. Da hat Social Media einen großen Einfluss. Es ist eine große Werbeplattform entstanden. Aber es ist eben auch, dass die Kostengestaltung sehr anders sich mittlerweile gestaltet oder sehr anders aussieht als früher. Jetzt schauen wir mal nur auf Deutschland. Besonders interessant fand ich die Brustvergrößerung, weil das ein Thema ist, was mich seit Anbeginn der Zeit, wo ich auf Social Media bin, auf Social Media begleitet. Diese sind aber nur leicht angestiegen von 37.000 in 2010 auf 67.000 in 2019. Okay, das ist fast verdoppelt. Und schon krass so, der Gedanke, 67.000 Frauen lassen sich in einem Jahr in Deutschland die Brüste vergrößern? Aber ja, obwohl da auch, denke ich mal, welche dabei sein werden, die vielleicht eine zweite Operation benötigt haben oder eine Nachoperation oder wie auch immer. Also das werden, kann sein, dass 67.000 Frauen sich haben operieren lassen, aber kann auch sein, dass eine sich hat mehrfach operieren lassen. Auch vielleicht müssen. Vielleicht bei einem Doktor gewesen, der hat es verkackt, verfuscht, ist zum nächsten und der musste das dann richten oder wie auch immer.
Für uns ist das ein leichter Anstieg im Vergleich zu dem, was gleich kommt. Eine interessante Sache noch zu OPs im internationalen Raum. Die Gesäßchirurgie zeigt weltweit bei allen chirurgischen Eingriffen das höchste Wachstum. Die Gesäßvergrößerung nahm seit 2015 um ca. 67% zu und die Gesäßstraffung um ca. 78%. Und Spoiler, damit auch die Todesopfer. Ja, ihr hört richtig, dazu später mehr. Schauen wir jetzt erstmal auf die nicht-operativen Eingriffe, auch genannt minimalinvasiven Eingriffe. Dazu gehören Botulinum Toxinum, kurz Botox, also Nervengift, was in Muskeln gespritzt wird, aber auch Hyaluronsäure, manche benennen es auch einfach als Filler, die unter die Haut, unter die Lippen gespritzt werden, um Dinge aufzupolstern. Aber auch Sachen wie Laserbehandlung und chemische Peelings. Und was soll ich sagen? Hier ist der Anstieg um einiges deutlicher zu erkennen. Und noch deutlicher, wenn wir isoliert nur auf Hyaluronsäureunterspritzungen und nur auf Botox-Injektionen gucken. Einfach 380.000 Botox-Injektionen in 2019 in Deutschland. Kleines Foreshadowing. Ist es nicht super interessant, dass Instagram gerade ab 2012 seinen Hype gestartet hat? Also irgendwie ist schon eine leichte Ähnlichkeit im Verlauf der Kurven zu erkennen. Das ist ganz einfach. Man hat diese Leute, die das damals gemacht haben, hatten eine größere Bühne. Es haben mehr Leute sie gesehen und wussten dann unter anderem auch, vielleicht so was damit anzufangen. Vielleicht auch so, oh, das, so kann man das also machen. Ganz ehrlich, ihre Argumentation könnte man jetzt... es tut mir leid, Leute. So wie sie gerade argumentiert, müsste man eigentlich für den Viktor Orban eine Lanze brechen, weil er sagt ja, wenn wir in unserem Land der LGBTQ-Community erlauben, dass sie in den Schulen dafür Werbung machen dürfen, dass dann auf einmal sehr viele Leute denken, sie gehören zur LGBTQ-Community. Ja, wahrscheinlich wird das so sein, dass es dann einige geben wird, die... Ich sage, ich wusste nie, wohin mit meinen Gefühlen. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hingehöre. Ich habe jetzt Menschen kennengelernt, mit denen ich mich identifizieren kann. Meint ihr nicht, dass das auf Instagram auch so ist? Ja, natürlich. Es wird einige geben, die auch vielleicht durch Instagram ein sehr, sehr falsches Weltbild bekommen haben. Na klar, es wird auch immer ein Missverständnis geben. Ich werde euch später nochmal beweisen, dass das nicht nur einfach eine wilde Spekulation ist. Jedenfalls, Hyaluronsäureunterspritzungen haben sich seit 2010 beinahe verfünffacht, Botox-Injektionen mehr als verfünffacht. Hinzu kommt, ich habe euch gesagt, dass in dieser Society nur renommierte Ärzte vertreten sind. Allerdings gibt es die Vermutung, dass eine Dunkelziffer existiert, da gefühlt jeder und seine Mutter... Viel Spaß, Schleichi. Pass auf dich auf an diesem Montag. Als Behandler. Ohne studierter Arzt zu sein, gerade in den USA. Fun Fact! Laut Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe von 2012 ist das Faltenunterspritzen für Kosmetika in Deutschland verboten. Heilpraktiker dürfen laut § 1 des Heilpraktikergesetzes Faltenunterspritzungen mit Hyaluron vornehmen. Allerdings existiert dieses Gesetz seit 1939 und das ist darauf zurückzuführen, dass Personen, die damals an der Macht waren, große Verfechter der Naturheilkunde waren und daher dem Status des Heilpraktikers eine ärztliche Bedeutung verschafft haben. Zurück zur eigentlichen Thematik. Um meine Zahlen nicht nur aus einer Quelle zu belegen, hier noch ein paar interessante aktuelle Statistiken der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Auch laut ihnen sind Faltenunterspritzungen mit Hyaluron gefragter denn je. Das operative Eingriff... Man darf auch nicht vergessen, wie viele halt auch wirklich mehrfach hinrennen und sich regelmäßig diese Filler reinhauen lassen, ne? Also, das ist auch günstiger geworden im Laufe der Jahre, dass sich das viel mehr Leute leisten können und auch einige Leute, die da, das wird, solche Sachen werden auch unter anderem durch Konsumenten oder Kunden in die Höhe getrieben, die eben, wie soll ich sagen, diese OP-Junkies werden sie ja gerne genannt oder so halt in diese Richtung, die halt nicht genug bekommen können. Und die dann wirklich einmal im Monat hinrennen, um sich irgendwie Filler reinhauen zu lassen in verschiedene Körperstellen. Also, natürlich, gibt es, ja. Ja. In 2020 nicht so krass boomen, liegt einfach daran, dass aufgrund des Virus viele OPs mit stationärem Aufenthalt verschoben wurden. Zudem veröffentlichten sie, dass immer häufiger Altersgruppen unter 30 Praxen und Kliniken aufsuchen. Zitat. Auf Platz 2 und 4 der vorgenommenen Eingriffe liegen mit 20,5% die Botulinum-Toxinum-Behandlungen und die Faltenunterspritzungen mit 16%, also minimalinvasive Behandlungen, die in dieser Altersgruppe auf den ersten Blick überraschen.
Woher mag das nur rühren, dass die ganzen jungen Leute auf einmal so Bock auf Schönheitseingriffe haben? Im weiteren Verlauf möchte ich euch ein paar potenzielle Gründe für diesen Trend zusammentragen und erklären. Grund 1 ist der einfachere Zugang. Bevor ich ein paar Boo-Men... Grund könnte aber auch zum Beispiel sie sein, weil sie ja nun keine hässliche Frau ist. Vielleicht ist hier jetzt gerade auch im Stream jemand, der sie sieht und so aussehen möchte wie sie. Also jetzt vielleicht nicht in dem Bild, aber jemand, der sich sie als absolutes Schönheitsideal nimmt. Ist ja nicht hässlich. Also wenn ich sie sehe, dann denke ich auch nur an Reinspritzen. Weißt? Na, was? Lebst du am Rhein oder? Natürlich abgekochtes Wasser, ne? Ah, ganz wichtig. Aber wer würde sich denn reinspritzen? Also wenn's abgekocht ist, okay, aber machst du das in deine Schwellkörpergräber? Mann, es gibt doch das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Ach so, deswegen darf deutsches Bier nur mit Rheinwasser gebraut werden. Jetzt verstehe ich. Ja. Es gibt auch überall Wasserreinigungsanlagen. Aber das müsste doch eigentlich Reinhaugebot heißen und nicht Reinheitsgebot. Ich bin verwirrt. Ach, die deutsche Gesetzeslage ist auch so schwammig mal wieder. Furchtbar. Hast ja eben gehört, Schnittmenge esoteriker Nazis gegeben. Aber ich weiß nicht, also ich bin ja absolut nicht Anti-Schönheitsoperationen. Es gibt Operationen, wo ich sage, die sollte man vielleicht sein lassen. Letzten Endes darf das aber jeder von euch selber entscheiden. Ich finde es unfair, mich hinzustellen und einem jeden von euch, ja, das machst du nicht für dich, das machst du für andere. Mann. Ich bin sogar irgendwo der Auffassung, wenn eine Frau sich schminkt, dann macht sie das natürlich, um nach außen was zu transportieren. Auch wenn es immer heißt, das mache ich nur für mich. Ja, du selber siehst es halt letzten Endes nicht. Du möchtest schon was nach außen transportieren. Mein Gedanke. Wenn es nicht so ist, mein Gott, dann liege ich halt falsch. Aber haben wir nicht alle, jeder für sich, irgendwelche Schönheitsideale? Ich meine, ich habe eine verdammt hohe Stirn. Wie oft ich mir schon anhören musste, na, wie viele Flugzeuge können auf deiner Stirn landen? Ist das lustig? Nö. Habe ich schon mal überlegt, mir irgendwas hier implantieren zu lassen? Nö. Obwohl das definitiv ja, nicht Schönheitsideal ist. So diese Underskin-Chirurgie und dann irgendwie so Seesterne oder sowas. Ah, nee. Das sehe ich bei dir. Nee, danke. Obwohl, gelogen wäre es ja, wenn ich sagen würde, ich habe nie drüber nachgedacht. Natürlich habe ich schon drüber nachgedacht. Aber mit der Voraussetzung, dass mir sowas gar nicht, ne? Also in dem Moment, wo ich sage, hier was implantieren zu lassen, denke ich drüber nach, ja. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich mir das machen lassen möchte. Nein, ich möchte es nicht. Also ganz ehrlich, ich mag meine Stirn so, wie sie ist. Ich mag meine Hairline so, wie sie ist. Das passt zu meinem Gesicht. Das Einzige, was mir vielleicht nicht so gefällt, ist, dass ich teilweise eben nicht den krassen Bartwuchs habe. Bei mir geht das Testosteron unterm Kinn überall hin. Hauptsächlich Beinbehaarung und in Schwängel. Und vielleicht wird das Ganze auch noch relativ fix in Muskulatur umgesetzt. Aber ich hab's halt nicht, dass es irgendwie sag mal, auf Nasenhöhe irgendwo krass was wächst, ja. Jeder hat doch seine Schönheitsideale. Jeder von uns hat seine. Und ich finde ich's schon fast pervers, dass heutzutage sich so viele als mega Moralapostel aufspielen, das, was sie ja so gerne macht. Deswegen mag ich sie auch nicht wirklich. Also für mich kommen Schönheitsoperationen nicht in Frage. Und deswegen seid ihr alle von den Medien verblendet. Ich sage nicht, dass Instagram und gewisse Influencer und dass die Schönheitsfilter und so weiter, das hat alles einen Einfluss. Natürlich. Aber gleichzeitig ist Instagram oder Social Media ist auch eine Bühne. Wenn man vorher diese Plastikpuppenweiber nicht kannte, oder wenn, dann kannte man nur Pamela Anderson zum Beispiel. Dann kannte man eine. Aber die Frau ist Teil einer ganzen Community, die man jetzt sehen kann oder auch nicht. Man kann sich das aussuchen. Und wenn dafür jemand empfänglich ist, was ist denn mit uns Jungs? Wir Jungs sehen irgendeinen durchtrainierten Cameron Haynes Bogenschießen, der triggert bei mir zumindest irgendwelche rudimentären männlichen Instinkte, wo ich sage, Bogenschießen, ja, Muskeln, ja. Der Mann läuft, keine Ahnung, so 100-Meilen-Marathons. Der ist nicht ganz dicht in der Birne, aber trotzdem ist das auch ein Schönheitsideal. Natürlich orientiert man sich immer irgendwo an Schönheitsidealen. Früher war es normal, dass Frauen etwas molliger sein sollten. Dann kam irgendwann, dass Frauen eine besonders schmale Taille sich mit Miedern zusammenquetschen sollen. Jeder einzelne von uns, auch du da draußen, hast Schönheitsideale, nach denen du dich richtest.
Ob die jetzt genau zu dieser Zeit gehören oder zu einer anderen Zeit, ist scheißegal. Und keiner von uns hat das Recht, über einen anderen so zu urteilen, wie sie das hier teilweise macht. Jegliche Schönheitsideale, denen wir angehören, haben irgendeine Grundlage. Und selbst die Feministenmädels, die der Meinung sind, sich nicht rasieren zu wollen, ist schön. Dürfen sie gerne machen. Aber auch das ist ein Schönheitsideal, dem sie hinterherlaufen. Aber dann woanders! Ich kann damit nichts anfangen. Ich rasiere mir auch die Achseln, weil ich es eklig finde, wenn er der Busch rauspusht. So, dann. Aber wer das gerne für sich machen möchte, dann ist das in Ordnung. Tut es. Es gibt Leute, nur Schwule rasieren sich die Beine. Ich bin nicht schwul und selbst wenn, ist das nicht schlimm. Aber ja, ich rasiere mir die Beine. Hast du eine Ahnung, wie gut sich das unter der Bettwäsche anfühlt mit rasierten Beinen? Es ist mega geil. Ich kann nicht aufhören, mit den Beinen zu zappeln. Es ist mega geil. Außerdem ist es beim körperlichen Kontakt mit dem anderen Menschen, spürt man den anderen Menschen einfach besser. Es ist beim Fahrradfahren. Wenn ihr mal Fahrrad gefahren seid, durch Regen, Schlamm und sonstiges und ihr habt Haare, Leute, versucht mal aus einem Fischernetz irgendwas rauszuholen. Du hast da viel mehr Dreck an den Beinen, an den Kackstelzen. So gehst du einmal, keine Ahnung, einmal mit dem Gartenschlauch, sag ich mal, drüber, dann ist der Kack wieder sauber. Das darf doch jeder entscheiden, wie er möchte. Und wenn ich meinen Pint rasiere jeden Tag, es ist mein gutes Recht. Das ist aber ein Schönheitsideal, das dir Instagram eingebläut hat. Und wenn? I don't fucking care about your opinion. Soll ich mir den Sack rasieren oder besser nicht? Und wenn ja, benutze ich dieselbe Klinge wie für mein Gesicht. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ist doch... Es kann doch... Ganz ehrlich, Leute, es darf doch jeder machen, was er möchte. Und ihre Statistiken sind sicherlich nicht falsch. Und sie sicherlich auch das, was sie sagt, hat seine Grundlage. Streite ich nicht ab. Aber bitte, die Statistiken beinhalten eben auch Leute, die sich mehrfach operieren lassen. Und ja, es wird über die Jahre zugenommen haben, dass es solche OP-Junkies gibt, die alle 14 Tage hinrennen. Ich selber habe auf meinen Accounts solche Damen auch abonniert, die regelmäßig, jetzt ist gerade eine dabei, die hat sich 1350 cc einsetzen lassen pro Seite. Das sieht einfach nur obszön gigantisch aus. Aber sie ist damit ziemlich glücklich, scheinbar. Ich will es ihr nicht verbieten. Warum sollte ich? Es gibt sogar eine aus Schweden, die auch mal auf dem OP-Tisch fast liegen geblieben ist. Ich glaube, die nennt sich sogar Bambi oder... Ich weiß es nicht genau. Die ist auf dem OP-Tisch fast liegen geblieben wegen der Narkose. Die OP an sich war nicht das Risiko, sondern die Narkose. Sie hatte eine allergische Reaktion, einen anaphylaktischen Schock und wäre beinahe liegen geblieben auf dem Tisch. Was sagt sie? Wann ist die nächste OP? Die hat weitergemacht seitdem. Es ist halt... Es ist ein Risiko, ja. Aber ist jetzt Alicia im Recht, denen das mehr oder weniger vielleicht auch verbieten zu wollen? Ich meine, sind wir ehrlich, diese Frau ist ziemlich schön zur Welt gekommen und hat zum Glück, was ich für sie echt toll finde, mit sich selber anscheinend nicht so viele Probleme, sonst würde sie so ein Video wahrscheinlich auch nicht machen. Sie ist nun wirklich keine hässliche Frau. Und auch sie... Das habe ich vorhin gelesen, so nach dem Motto, sie sitzt hier geschminkt und so weiter. Sie hat die Augenbrauen gezupft. Sie hat ihre Wimpern natürlich getuscht. Sie schmiert sich auch Rouge ins Gesicht. Sie trägt Lippenstift auf. Sie trägt einen Perlenohrring und so weiter. Und vielleicht hat sie sich die Ohren ansetzen oder anlegen lassen oder sonst was. Sie bleicht ihre Zähne. Sie weißt sich die Zähne. Keine Ahnung. Ich mache ihr deswegen keinen Vorwurf. Ich finde es auch nicht bigott, dass sie sich jetzt da hinsetzt. Aber was ich ihr vorwerfe ist, dass nur weil das nicht in ihr Weltbild passt, und in ihre Moralvorstellung oder in ihre ethischen Vorstellung, dass sie mehr oder weniger anderen Leuten attestiert, sie wären nicht Herr ihrer eigenen Entscheidungen. Das finde ich ein bisschen unfair. Steht niemandem von uns zu, finde ich. Und die Diskussion hatten wir ja schon ein paar Mal. Wenn einer von euch auf die riesigen Silliballer-Männer nicht steht, ist voll in Ordnung. Aber solange die Person, die sich das machen lässt, damit zufrieden ist und dann das Schönheitsideal, das sie selber für sich empfindet oder auch eines anderen, ja, hey, solange die Menschen damit glücklich sind, ist das in Ordnung. Wie mit einem Leistungssportler. Wenn dann jemand bei der OP verstirbt, finde ich das sehr traurig. Aber wenn ein Leistungssportler sich beim Sport schwerstens verletzt, dann sagen doch auch alle, ja, bisschen Schwund ist immer, ne? Ist ja selber schuld, ist ja selber dafür verantwortlich gewesen.
Ich finde halt, jeder von euch hat das Recht, seinen eigenen Schönheitsidealen nachzulaufen, zu entsprechen. Und wenn einer hier wie dieser Miezekatzenmensch, der sich da, oder die Frau war es, glaube ich, oder gibt eine Frau und einen Mann, einen Echsenmann und eine Katzenfrau oder sowas, ne? Implantate. Katzenmann aus Großbritannien war das. Der hat sogar eine Höhle gemietet, dass er da drin, also eine Höhle sich angeschafft. Wenn's denen Leuten so gut gefällt, ich glaube, aber es gibt halt mehrere. Wir wissen nicht von allen, aber es kommt halt, oder kam früher zumindest, als ich noch Fernsehen schaute, kam halt ab und zu mal jemand hier mit den krassen Operationen und dieser Volltätowierte, der seinen ganzen Körper schwarz tätowiert hat. Mit Stöpseln in der Oberlippe, dass er seine Schnurhaare einschrauben kann und sowas. Und solche Geschichten. Wenn das einer möchte, wer bin ich denn, dem das zu verbieten? Vor allem, wenn er den Scheiß selber zahlt. Wer bin ich denn? Hab ich das Recht hinzugehen und zu sagen, yo, ich finde das krank, also musst du jetzt zum Arzt deswegen. Bei Katzenohren würde ich auch als erstes hier schreien, ja, Ayumi, was ist denn mit den Leuten, die sich ihre Ohren so zusammenschnippeln lassen, dass es aussieht wie Elfenohren? Ja, ja. Was ist mit den Leuten, die zum Zahnarzt gehen und sich die Eckzähne feilen lassen oder Acrylat aufbringen lassen oder Keramik oder sonst was und sich ihre Zähne mit einer Krone verlängern lassen, damit sie Vampirzähne haben? Was ist mit den Leuten, die sich piercen lassen? Ist auch ein Schönheitsideal. Moin, Trixie. Was mit den Leuten, die sich tätowieren lassen? Das geht, ganz ehrlich, für mich geht das in dieselbe Richtung. Für mich ist ein Tattoo, ich habe lange überlegt, passt das Tattoo zu mir? Oder komplettiert es mich? Es ist ein Schönheitsideal. Manch einer, tätowiert, die gehören doch alle in den Knast. Nur Kriminelle lassen sich tätowieren. Letzten Endes ist es das Unterbringen eines Fremdkörpers, einer Farbe unter deine eigene Haut, damit du einem Bild entsprichst, das du selber von dir hast. Hashtag Tattoofrei, weil nur reine Haut reinhaut. Reinhaut, genau so. Selbstoptimierung, eben. Und da finde ich es nicht in Ordnung, andere dafür so krass zu kritisieren. Ich kann es nicht gut finden. Ja, das Recht hat jeder. Ob ich mein Logo tätowiert habe? Nicht ganz. Ich habe eine Kompassrose. Ein Gruß an Trixie. Moin Trixie, ich hoffe, dir geht's gut. Und da müssen wir alle mal uns an die eigene Nase fassen, so. Gerade wenn jetzt eben jemand tätowiert ist oder Piercings hat oder sonst wie und dann einen Unterschied macht zwischen Schönheits-OPs und dem, was er gerade hat. Ne? Es steht euch nicht zu, darüber so zu urteilen, finde ich. Oder besser gesagt, den Leuten diese Entscheidung abzusprechen. Ihr könnt sagen, ey, also dieses Titten vergrößern, das sieht schon nicht mehr schön aus. Oder was, Bodybuilder? Oh nee, ist nicht mein Geschmack. Aber den Leuten die Entscheidung abzuerkennen, über ihren eigenen Körper und das, was sie haben machen lassen oder machen, das steht niemandem zu, finde ich. Es gefällt euch nicht? Okay, dann abonniert es nicht auf Instagram. Und Prodigy, hast du was falsch verstanden? Das Reinhautsgebot, das besteht bei den Moslems und bei den Juden. Die schneiden Haut ab, damit es reiner ist. Auf dem Weg der Besserung. Das freut mich, Twixie, dass es euch langsam besser geht. Mein Guter. Bei uns so? Ich glaube, uns geht's gut. Elf mit Ohren. Ja, eben. Also manche finden dann Elfen und Gothic und Frauen schön, die sich die Augenbrauen wegrasieren und schwarzes Permanent-Make-up mit einer sehr zackigen Augenbraue, um sich dann das Gesicht weiß zu pudern, wie auch immer. Ich finde sehr vieles schön. Und sehr vieles nicht schön. Aber ich werde den Leuten, bei denen ich es nicht schön finde, den werde ich nicht sagen, das entspricht nicht dem, was ich cool finde, ist voll eklig, du darfst das nicht. Nö. Ich finde es dann halt nicht geil und dann, okay, gucke ich mir nicht weiter an. Deswegen finde ich solche Menschen wie Alicia manchmal ein bisschen edgy. Ja, beziehungsweise Frauenaufliste, möchte ich der Fairness halber auch erwähnen. Ja, weil, also, ich finde es ja geil, dass sie ein Wertesystem hat, dass sie ihren eigenen Wertekompass hat, aber es scheint auch nur diesen einen zu geben für sie. Ja. Also sie scheint nicht anzuerkennen. Ihre Welt ist schwarz-weiß, so. Das. Und klar, für jeden von uns gibt es Bereiche, wo die Sicht schwarz-weiß ist oder sehr eingeschränkt, tunnelähnlich. Find's aber halt als. Ja, gut, das habe ich bei technischen Themen, wo es dann halt auch wirklich nur eine Wahrheit gibt, sowas wie der Strom gehört aus, wenn ich in einer Steckdose bin. Ja, aber kann ich nicht. Nein.
Ja. Du lässt die Finger vom Sicherungskasten. Ja, ja. Wenn's halt mit der eigenen Gesundheit was zu tun hat. Ganz ehrlich, wenn. Ich werde niemandem vorschreiben. Wenn der Meister der Meinung ist, er muss den Strom nicht abschalten und will da selber dran rumwerkeln, wie lange soll ich denn mit ihm diskutieren? Ich mache dann eher, wenn ich beim Rausgehen bin, die Scheiße gucke ich mir nicht an, haue ich erstmal alle Schalter im Sicherungskasten aus und übernehme für ihn dann praktisch die Sicherheit. Wenn er der Meinung ist, er muss das machen, okay, dann meinetwegen, mach. Aber bei so einer Thematik, wie Schönheitsidealen, jeder hat sein eigenes. Und das anderen Leuten aufzupressen, diesen Stempel. Wie gesagt, wenn wir mit der Argumentation, so wie sie sie macht, rangehen, dann müssten wir eigentlich, also alle, die das unterstützen, müssten wir gleichzeitig sagen, das, was der Viktor Orban in Ungarn gemacht hat, ist doch voll rechtens. Der sagt, wenn die LGBTQ-Community Bisexualität oder Schwule, Lesben und was es alles dazwischen gibt, dürfen die einfach so zum Beispiel im Unterricht oder in der Fernsehwerbung kundtun. Ja, dann werden auf einmal alle schwul und lesbisch. Es wird sicherlich einige geben, die dann eben sich damit identifizieren. Was voll in Ordnung ist. Und dann wird es bestimmt auch einige geben, die sich damit erst identifizieren und dann irgendwann feststellen, das bin ich nicht. Passiert halt. Auf der einen Seite wird sich über sowas aufgeregt, ja, da werden Menschenrechte eingeschränkt und das soll doch jeder machen dürfen, was er möchte, was richtig ist, ja. Jeder soll sich identifizieren, wie er das gerne mag. Man muss es bloß anderen nicht aufpressen, wo wir da wieder dabei sind. Und so sehe ich das bei Schönheits-OPs auch. Sollen sie doch machen. Wer bezahlt die denn? Das bezahlen die Leute selber. Und wenn einer der Meinung ist, sie möchte dicke, fette Lippen haben, wie eine Nicki Minaj plus den Arsch dazu, dicke, fette Ballontitten dazu, möchte sich lockige Haare implantieren lassen, dann macht sie das. Wer bin ich? Darüber negativ zu urteilen und der Frau das oder der Person das abzusprechen. Mit welchem Recht denn? Wo soll ich das denn hernehmen? Steht mir das zu? Nein, finde ich nicht. Ich sehe gerade, dass ich den Chat noch ein bisschen nach oben drücken muss. Ich finde das halt unfair den Leuten gegenüber, die davon betroffen sind. Weil ich selber dann meine Meinung komplett über die anderer stelle. Ich habe meine Meinung, mein Wertesystem, das für mich, ja. Aber ich werde es ihnen nicht verbieten. Wenn das ein Ansatz von Beauty-Eingriffen auch auf den leichteren Zugang von Informationen durch die Digitalisierung und einen leichteren Zugang zu guten Ärzten durch die Globalisierung zurückzuführen sein mag. Einige Ärzte machen aber sogar aktiv Werbung auf Social Media, was grundsätzlich nicht... Hallo, der Max, danke für deinen Host, mein Bester. ...einige starke Einschränkungen. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die mit rübergeschwappt sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Vorher-Nachher-Bilder. Was habt ihr gemacht, Max? Von operativen plastisch-chirurgischen Eingriffen sind zum Beispiel sehr wohl verboten. Ich finde jetzt in dem Fall, ganz ehrlich, für mich ist sogar die linke Nase ist die schönere Nase als die rechte Nase. Aber das ist bei mir ist ein Ding, weil ich auf Frauen mit etwas größeren Nasen stehe. Und das sieht halt aus wie eine eher arabische Nase. Finde ich gar nicht hässlich. Aber da kommt es halt auch wieder auf den Typ an, auf das Gesicht der Frau. Ist aber mein Schönheitsideal oder meine Schönheitsvorstellung. Also ich weiß, dass das im Iran, im persischen Raum, dass Nasenoperationen in so ziemlich jeder Familie vorgenommen werden. Die meisten lassen sich die Nasen operieren. In Korea ist es auch so, Nase- und Augen-OPs sind ziemlich oft vorhanden, weil es da irgendwie zum Schönheitsideal dazu gehört. Wenn jemand 18 Jahre ist, wenn jemand volljährig ist und sich entscheidet, eine OP vornehmen zu lassen, ja, sei es zum Beispiel Beschneidung. Ich bin zum Beispiel gegen die Beschneidung bei Mann und bei Frau, auch aus religiösen Gründen, gehört komplett verboten, gehört abgeschafft und gehört mit, keine Ahnung, 30 Jahre Knast bestraft, wer sein Kind beschneiden lässt. Wenn einer aber 18 Jahre ist oder von mir aus 21 und sagt, ich will, dass mir von meinem Lörris da Haut abgeschnitten wird aus religiösen Gründen, ja, dann Feuer frei. Dann lass es aber bitte vielleicht auch ohne Narkose machen, so wie das halt dann üblich ist. Aber das müssen die Leute selber entscheiden. Da soll jeder machen, wie er will. Und nur weil ich das schöner finde, weil ich ihre linke Nase schöner finde, steht es mir nicht zu, ihr zu verbieten, sich die rechte machen zu lassen. Die rechte ist jetzt auch nicht hässlich, ist halt eine sehr europäische Nase. Plus diesen leichten Stupscharakter. Man guckt ja Frauen anscheinend gerne in die Nasenlöcher. Warum? Weil das auch wieder ein Zeichen von Reinheit und Sauberkeit ist, wenn man da keinen Dreck sieht. Ich weiß auch nicht. Gibt es nicht im asiatischen Raum den Trend mit den schiefen Zähnen, Japan oder so? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich weiß aber zum Beispiel, dass bei uns,
Die haben in Europa alleine schon große Unterschiede. Schaut mal nach Norwegen und Schweden. Oder auch im eher britischen Raum. Da laufen sehr viele Leute rum mit krummen Zähnen, mit schiefen Zähnen, mit Zahnlücken. Während hier im mitteleuropäischen Raum schiefe Zähne, nicht schön. Da wird Zahnspange und wird gerichtet und so weiter. Und das wird natürlich auch immer noch unter dem Rahmen des, naja, damit die Kauflächen schön aufeinander und so weiter. Ich hatte früher auch eine Zahnlücke vorne. Ich fand sie nicht geil. Ich bin über meine Zähne, so wie sie heute sind, glücklich und froh. Die lassen sich schiefe Zähne aufkleben und halt permanent schiefe einsetzen. Okay. Und. Naja. Da könnten wir jetzt zum Beispiel wieder argumentieren, warum was Gesundes kaputt machen, ne? Könnte man, ja. Aber genauso ist das halt auch bei der Nase. Das ist halt, wenn es danach genauso funktioniert wie vorher, nur es sieht halt anders aus, ja, bitteschön, wenn sie damit happy sind. Und selbst wenn sie für sich entscheiden, dass es hinterher nicht mehr genauso gut funktionieren soll, bei einer Brust-OP kann es ja zum Beispiel sein, es gibt ja verschiedene Methoden, ja, also praktisch von unten die Brust aufklappen, Silikonkissen rein, unter den Muskel, über den Muskel. Es gibt aber auch, dass man durch den Vorhof geht, dass man praktisch die Brustwarze umrundet, abschneidet oder anschneidet und dann da reingeht. Und da kann es halt sein, dass Nervengewebe verletzt wird und das Gefühl kaputt geht oder verloren geht. Aber wenn eine Frau für sich das entscheidet, dass sie das in Kauf nimmt, darf ich ihr das verbieten? Das darf ich nicht mal, wenn ich ihr Ehemann bin. Das steht mir gar nicht zu. Jetzt ist ja zum Beispiel bei Beschneidung Mann und Frau das komplett unterschiedlich, das Resultat, ne? Beim Mann, da müsstest du quasi schon direkt reinhacken, damit du da was kaputt machst. Und bei Frau. Wenn man Beschneidung nimmt, ja. Ja. Obwohl auch beim Mann, wenn man da vorne am Zipfel was wegnimmt, es sind halt nun mal Millionen und Abermillionen von Nervenenden, die man dort wegschneidet. Aber die ausschlaggebenden für die Kuppe, die sind nicht da, wo die Haut ist. Ja. Aber das Einzige, was passiert ist, und das kann ich halt aus eigener Erfahrung berichten, ist, dass du aufgrund des permanenten Kontaktes von Kuppe mit Kleidung danach, ja, da wirst du ein bisschen desensibilisiert. Ja. Aber das ist halt auch wieder von Vorteil, weil da kannst du länger. So. Naja. Da ist nicht so von wegen einmal Finger dran anlegen und haha, warum ist das ein Vorteil? Manch einer will das nicht. Ich finde, das ist eine Vergewaltigung am männlichen Körper, die niemandem zusteht. Hm. Wie gesagt, wenn es im Knabenalter gemacht wird, ich rede jetzt gerade einfach nur von den medizinischen Hintergründen. Das ist. Ich rede jetzt nicht von der Moral. Bei Volljährigkeit darf das jeder gerne machen. Ja. Aber wenn das ein Kind ist, auch die Rechtfertigung, naja, bei Jungs macht man halt weniger kaputt als bei Mädchen. Nee, definitiv nicht. Das ich sage nur, es gibt einen Unterschied. Ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, nö, gehört sich nicht. Also meiner Meinung nach, ich würde es komplett verbieten, da wäre ich diktatorisch. Sagen, gibt's nicht. Definitiv nicht. Wenn einer volljährig ist, dann feuerfrei. Lass. Und wenn einer sich komplett den Lörres abnehmen lassen möchte, bitte. Das ist dein Geld. Dein Körper. Entscheidest du. Paul Natorius, da müsstest du mal die Jungs bei Triebwerk anfragen. Wegen der Beschneidung, ja? Nein, wegen Probepacks. Diese Probepacks, die werden sehr gerne gekauft von den Leuten. Deswegen haben die da auch immer einen Mangel. Es gibt nicht wenige Männer, die kaum noch Gefühl in der Eichel haben wegen der fehlenden Vorhaut. Wie gesagt, für mich steht es nicht zur Debatte, dass man sagt, naja, bei Jungs macht man halt ein bisschen weniger kaputt oder es ist körperliches was anderes. Ja. Das ist mir bewusst. Da diskutiere ich auch nicht drum. Aber prinzipiell aus religiösen Gründen und ohne das Einverständnis so einen Eingriff vorzunehmen, nein. Selbst ich wurde damals bei der Zahnspange gefragt. So, und klar, ich war noch ziemlich jung und hätte über die Konsequenzen hätte ich nicht entscheiden können. Aber mit der Zahnspange war zu meinem Vorteil. Unter anderem, weil wir dadurch Platz geschaffen haben für meine Backenzähne, für meine Weisheitszähne. Für mehr Cock. Das ist eine medizinisch notwendige Grundlage. Es ist genauso wie damals mit dem unteren Kiefer, dass ein Zahn schief gewachsen ist. Ist eine medizinische Grundlage. Und ich habe selber mal eine Phimose gehabt. Das heißt, ich bin auch so zu einem Teil irgendwo beschnitten. Man hat bei mir halt ein ganz kleines bisschen rausgenommen, dass das geht. Das heißt, ich habe immer noch einen Zipfel. Wunderbar. Und übrigens, hygienisch einwandfrei. Man zieht das Ding zurück beim Duschen. Ui. Das ist ja so kompliziert. Mit einer medizinischen Grundlage, ja.
Aber aus religiösen Gründen, weil ich finde das schöner, dann bei Volljährigkeit, na klar. Aber das Recht habe ich doch nicht, als Erwachsener einfach drüber zu entscheiden. Ja, weil unsere Bücher sagen, das macht man so und das hat man bei mir auch so gemacht. Okay. Dann verbiete ich meinem Jungen später kurze Haare zu tragen, weil ich trage ja lange Haare. Muss mein Junge mit langen Haaren rumlaufen. Ob der will oder nicht. Oder wie ist das? Und mein Mädchen darf dann keine kurzen Haare tragen, weil Frauen haben lange Haare zu haben! Digga. Blödsinn. An operativen plastisch-chirurgischen Eingriffen sind zum Beispiel sehr wohl verboten. Per Gesetz. Was soll ich sagen? Viele juckt es halt nicht. Wo kein Kläger, ne? Aber wenn man solche Profile meldet, dann werden sie von Instagram tatsächlich häufiger gebannt. Also wenn ihr da aktivistisch aktiv werden wollt, here you go. Grund? Habt ihr mal versucht, auf Instagram was zu melden? Da können wir gleich den nächsten Rant anfangen. Habt ihr mal versucht, was zu melden? Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich aus im Privaten mit einigen Damen aus dem Erwachsenen-Segment zu tun habe. Und einen wunderschönen guten Morgen, Broly. Und dann sehe ich auf Instagram, sehe ich Profil über Profil über Profil, die irgendwelche Bilder von Damen in entsprechenden Klamotten verwenden. Und wisst ihr, was mich da richtig stört? Wenn die nicht verlinkt werden, diese Content-Creatorinnen. Wenn der Name nicht da steht. Instagram. Dann 30.000 Tags, so und so viele 100.000 Likes, so und so viele tausende Follower. Und bewerben ihren eigenen Kram. Aber nicht mal die Content-Creator sind verlinkt. Hauptsache, sie posten die Bilder. Versuch das mal zu melden. Du kannst melden. Wegen geistigem Eigentum. Aber weißt du, was du auf Insta nur darfst? Dein eigenes geistiges Eigentum darfst du anmelden. Wenn du die Person von dem und den Sachen kennst, dann schreib die doch an und ermuntere sie, das zu melden. Das heißt, du kannst stellvertretend nicht zum Beispiel für Content Creator melden. Das macht's halt nochmal schwieriger. Finde ich sehr interessant. Habe ich nämlich gestern, weil meine. Wenn ich das sehe, dass da jemand aus meinem Bekanntenkreis. Ey, Dicker, da wäre ich den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, dir anzuschreiben. Jo, schon gesehen, dein Bild ist da und da. Hier hast du den Link dazu. Meld die mal. Und dann? Schon mal probiert, was auf YouTube zu melden, beziehungsweise rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Habe ich mal probiert, Chess, ja. Das Ganze ist ja dann schon so, dass du deinen Klarnamen und so weiter angeben musst. Das heißt, jemand, der irgendeinen Scheiß über dich postet und du willst dagegen vorgehen, dass der einfach deinen Klarnamen auch noch dazu kriegt. So die Befürchtung zumindest. Ich habe das dann nicht durchgezogen. Also mit dem Melden ist so eine Sache, ganz ehrlich. Und das weiß auch Insta, warum die das so machen. Weil es sich nur dann für sie lohnt. Oh nein, gerade spinnt die Seite, glaube ich. Ich darf nicht Play machen und nix. Zwei. Oh. Ah. Warte, ich glaube, ich muss mal nachjoinen. Funktioniert bei dir das Watch Together noch? Wie? Entschuldigung, war gemutet, bin am Abkabeln. Ah, okay. Bei mir spinnt gerade Watch ich Together. Noch, ich bin noch drin, aber ich kann es nicht starten. Es ist bei mir genauso. Wahrscheinlich spinnt die Seite gerade so ein bisschen. Ich aktualisiere mal. Mach's auch mal, aber ich glaube, dann wird ein neuer Raum aufgemacht. Nee. Die meisten auch dann kann ich das Video nicht starten. Oh, warte, jetzt ist wieder grün. Zwei für den Trend. Geht. Die meisten Frauen, die ich kenne, die irgendwann ihre Haare kurz geschnitten haben, sahen danach besser aus, also für mich. Was auch kein Messwert ist. Soll jeder machen, wie er möchte. Es steht uns nicht zu, jemandem das vorzuschreiben. Nicht mal dir als Partner, deinem Partner gegenüber. Außer ihr habt das für euch in der Beziehung so verankert, dass Partner 1 sagt und Partner 2 muss machen. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden. Ich muss mal ganz kurz Pipi machen. Hallo Kiki, mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Mein Vater zu meiner Mutter. Nee, mit kurzen Haaren packe ich die nie an. Okay, find ich nicht schön, aber letzten Endes hat er da sehr offen kommuniziert. Klare Kommunikation, das ist doch das Ziel, oder?
mein großer kleiner dan 3 einfach schön 13 Monate, wie die Zeit vervliegt kleiner dan 3 danke für diese wundervolle Monate kleiner dan 3 danke für alles was du bisher für mich getan hast kleiner dan 3 einfach danke kleiner dan 3. Nit. I got the prowler. Judge Judy Slayer, Dankeschön für deinen Follow und Sternchen. Vielen, vielen Dank für deinen Resub im 13. Monat. Einfach schon 13 Monate. Wie die Zeit verfliegt, ist halt, sind es wirklich schon 13 Monate. Ich meine, der Counter sagt's, aber es war es nicht mehr. Du hattest doch unter einem anderen Namen schon. Kussi, meine Beste. Bin immer da, weißt du. Vielen, vielen Dank, Ausrufezeichen Liebe für die gute Mausi. Dankeschön, Stern. Schon so lang. Aber wir haben heute einige. Schon 22 Monate, wir haben 9 Monate, 12 Monate. Ist einfach insane. Insane. Auch 2 Monate ist schon viel. Ich find's geil. Wisst ihr, ich gerade ist mir schon so ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil sie wird definitiv noch in diesem Video drauf kommen, warum Schönheitsoperationen nicht feministisch sind. Wisst ihr, was eine Sache, die mir aufgefallen ist? Dass die sogenannten Befreier der Frauen heutzutage eins gemeinsam haben. Und zwar, dass sie Frauen noch mehr einschränken wollen in dem, was sie tun oder was sie nicht tun. Ich finde es ziemlich feministisch, wenn eine Frau sagt, sie entscheidet für sich selber, ob sie das Leben in einer super klassischen Beziehung führen möchte und zum Beispiel nicht arbeiten gehen möchte, sondern zu Hause bleibt, sich um Haushalt und Kinder kümmert. Oder wenn sie sagt, sie geht, es macht voll auf Karrierefrau, will um die Welt reisen, nebenbei zum Mond fliegen, Jeff Bezos mal in die Klöten treten, den Prozess alleine durchkämpfen, sich selber vertreten, wie sie macht. Ich find's feministisch, wenn eine Frau sagt, sie lässt sich solche Öcken machen und die Lippen aufspritzen, dass sie nicht mehr aus den Augen gucken kann, oder wenn sie sagt, sie rasiert sich die Achseln nicht mehr. Ich find's aber antifeministisch, wenn eine Frau der anderen vorschreibt, was sie zu tun und was sie zu lassen hat. Du bist keine Feministin, wenn du Hausfrau bist! Ach so. Du entscheidest jetzt, was eine Frau tun und lassen darf und was nicht. Oder wie ist das? Naja, genau so. Und das ist für mich antifeministisch. Das ist auch für mich Antifreiheit. Und ich denke mal, dass dieser Tenor noch kommen wird. Und das haben die so oft gemein, dass sie mit ihrem beschränkten Weltbild anderen vorschreiben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und dann, wir sind für Freiheit und Gleichberechtigung. Ja? Wenn ich mir meinen Pien vergrößern lassen darf, und das Geld dafür habe, dann darf meine Mause sich auch die Öcken machen lassen. Und wenn sie sich ein drittes Knie implantieren lassen möchte und da irgendeinen findet, der ihr das macht. Ja. Wenn ein Mensch für sich selber, und ich halte sowieso von Feminismus nicht viel, sondern wenn, dann sollten alle Menschen die gleichen Rechte haben. Das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Wenn ein Mensch für sich eine Entscheidung trifft und die in eigenen freien Stücken auch umsetzt, ja, sei es eine Schönheitsoperation, sei es eine Lebensentscheidung, dann ist das die einzig richtige Entscheidung für diesen Menschen. Vielleicht nicht für mich. Aber warum sollte mein Wertesystem
außer für mich über anderen stehen. Ich mache mein Wertesystem nicht unbedingt zu Gesetz. Außer wenn es um religiöse Sachen geht. Da sage ich ganz ehrlich, wenn ich in der Politik wäre, ich würde zum Beispiel Beschneidung definitiv verbieten. Alles, wo andere Entscheidungen über andere treffen, körperlich, nö. Steht in meiner Meinung nach keinem Elternteil zu, außer es hat eine medizinische Grundlage. Aber ich bin nicht in der Politik. Aber ich möchte fast wetten. Also, mark my words. Es wird so kommen, dass sie diesen Tenor anbringt. Dass, ne, Schönheits-OPs nicht feministisch sind, weil. Und dass sie das Recht hat, das zu sagen. Obwohl das eins der antifeministischsten Statements ist, die man von sich geben könnte an ihrer Stelle. Influencer als Vorbilder. Lustige Story, weil ich solchen Leuten gar nicht aktiv folge, habe ich meine Community auf Instagram gefragt, ob sie vielleicht ein, zwei... Sie ist selber eine Influencerin mit 34.000 Abonnenten. ...bei deutschsprachige Influencer kennen und mir zeigen können, die sowas im deutschsprachigen Raum schon gemacht haben, für Beauty-OPs oder Beauty-Eingriffe geworben. Und ich habe gedacht, vielleicht habe ich Glück, vielleicht kriege ich so zwei, drei Beispiele, die ich dann für dieses Video nehmen kann. Mein Postfach wurde geflutet. Ja, die folgenden Bilder, das sind alles verschiedene Influencer, die Eingriffe haben vornehmen lassen und sich dabei begleiten. Ja, die sehen alle gleich aus. Aus offensichtlichen Gründen. Sorry, ich wollte in diesem Video eigentlich einigermaßen seriös bleiben. Aber immer wenn ich so diese ganzen Bilder hintereinander sehe, kann ich nur lachen. Gestern bin ich mit einer Freundin zu Doc. Kann ich nur lachen. Ja, ist... Ich weiß nicht. Ist irgendwo ihr gutes Recht, ist aber auch halt... Wittert ihr nicht die Arroganz, die einfach dahinter steckt? Oh mein Gott, ich bin so viel besser als die, weil... Guck sie dir an, alle haben diesen Entenschnabel. Mann. Wir alle lachen auch heute noch über die Mädels, die sich damals Mitte und Ende der 90er den Schlampenstempel haben verpassen lassen, ja, das Arschgeweih. Aber es ist auch ihre Entscheidung. Wenn es dann hinterher einer leid tut, okay, aber das ist die Entscheidung, die sie selber tragen muss. So, hä? Kritisiert sie jetzt das, kritisiert sie jetzt vielleicht auch den Mainstream irgendwo? Oh mein Gott, ich bin so woke. Weil Schönheitsoperationen sind so Mainstream. Ich mache genau das Gegenteil. Ja, das ist ihr gutes Recht, ist voll in Ordnung. Aber irgendwo, wenn Cosima CSM für sich entscheidet, dass sie gerne ihre Lippen aufspritzen lassen möchte, dass sie mit den Dingern einen Autounfall übersteht, weil sie keinen Airbag mehr braucht, ja, dann ist das so. Welches Recht hat Alicia, ihr das zu verbieten oder darüber so zu urteilen? Hä? Verstehst du nicht ganz. Und ich habe mich getraut. Ich habe mir meine Lippen machen lassen und habe meinen Po mit Hyaluron aufspritzen lassen. So werdet ihr mich jetzt ein letztes Mal sehen mit diesem Gesicht. Und ihr kriegt jetzt in den nächsten zwei Monaten auf jede Unterstützung mit Thea. 10%, wenn ihr einfach sagt, dass sie von mir kommt. Hilft einfach, dass die Implantate schneller an eine gute Position rutschen und schneller, schöner liegen. Hat super. Sieht aus wie hier, wie hieß er denn? Seidenschnabel von Darkwing Duck? Natürlich entbehrt das nicht auch einer gewissen Komik. Klar, man kann seinen Scherz drüber machen, ja. Und wenn Alicia meint, sie lacht darüber, weil alle gleich aussehen, aber irgendwie. Weiß nicht. Also ein bisschen schwingt schon mit, ich bin ja so viel besser als die anderen. Ich bin nicht besser als irgendwer. Weiß nicht. Position rutschen und schneller, schöner liegen. Hat super funktioniert, hat allerdings nicht das Volumen aufgebaut, was ich gerne hätte. Das sieht so gut aus. Ach, und was ich noch sagen wollte, weil schon einige Nachrichten gekommen sind, ob ich diese OP auch wieder filmen werde. Ja, ich werde sie auch filmen lassen. Ich war schon wirklich immer sehr unzufrieden mit meinem Seitenprofil, da ich früher mal so einen kleinen Höcker auf meine Nase hatte. Das war das Ergebnis direkt nach der Behandlung. Shani, warst du das? Wirkt ein, wird alles schön top gemacht. Ja, guck, das halbe Gesicht betäubt. So, da kann man ja drüber diskutieren. Aber das ist doch eine Sache, die für sich selber entschieden haben. Wenn mir das nicht gefällt, gucke ich es mir einfach nicht weiter an. Sag ich ganz ehrlich. Yes, yes. Sollen die sich das Gesicht aufpumpen lassen mit der Luftpumpe? Ist doch mir Rille. Und dann sollen sie ihre Werbung machen. Ganz ehrlich. Wer sich auf diese Werbung einlässt, der muss halt auch die Verantwortung dafür tragen. Kommt das für mich in Frage, dafür Werbung zu machen? Nicht unbedingt. Das ist genau eine Frage wie beim Glücksspiel auch. Möchte ich es unterstützen? Nicht unbedingt. Aber wie viele betrifft es, die letzten Endes dann so, oh mein Gott, ich bin da in eine Sucht verfallen und ich komme da nicht mehr raus? Wie viele sind denn das wirklich? Anders als beim Glücksspiel zum Beispiel. Wenn sie das jetzt hier
Richtig. Ich finde es sehr schade. Ich habe nichts für meine Nasen-OP selbst bezahlt, sondern nur für den Flug und Hotel. Wir machen heute auch die Augenunterspritzung. Ich versuche. Was ich eher schon ein bisschen schade finde, wenn man mal genau hinguckt, jetzt bei der letzten Maus hier, ne? Die hat ja nochmal einen Filter drauf. Guckt euch mal die Augen an. Wir machen heute. Das ist durch einen Filter. Heute auch die Augenunterspritzung. Ich versuche euch jetzt so alle paar Tage da mal auf dem Laufenden zu halten. Wo und bei wem ich das gemacht habe, das schreibe ich einfach mal in die Kommentare. Dann könnt ihr das vielleicht auch einfach abchecken. Und hier noch mein persönliches Highlight. Rapperin Eunique hat diesen Sommer einen Twerk-Wettbewerb veranstaltet, in dem der Gewinn eine Nasen- oder Brust-OP war. Je nachdem, worauf man mehr Bock hat. Wie auch immer. Was ist jetzt eigentlich das Problem bei der Sache Influencer und Beauty-Eingriffe? Naja, es ist quasi wissenschaftlich erwiesen, dass Medien auch einen Einfluss auf den Wunsch von Menschen haben, ja, bei sich selbst auch Beauty-Eingriffe vornehmen zu lassen. Eine Studie von 2012 kam schon zu dem Schluss, dass Frauen, die unter anderem mehr TV schauen, eher dazu geneigt sind, Schönheitseingriffe durchzuführen. Ja. Menschen tragen auf der Tour de France T-Shirts von Telekom. Speichert sich ab, sagt man, Telekom? Die sind doch gut. So unterbewusst. In Fußballstadien, wie wir es vorhin schon hatten, Audi, Mercedes und Co. machen Werbung. Wissenschaftlich erwiesen. Naja, dass das einen Einfluss hat, ja, Steve. Ich meine, ihr seht letzten Endes, keine Ahnung, wenn eines Tages, keine Ahnung, der Bundeskanzler mit einem Schnabelshirt im Bundestag sich hinstellt und eine Rede hält, dann werden sich manche fragen, oh, wo hat er dieses Shirt her? Ja? Und dann kaufen die das vielleicht. Werbung hat einen Einfluss, definitiv unbestritten. Das ist ein Ding, wo sie recht hat. Werbung beeinflusst uns. Nicht bewusst, sondern meistens unterbewusst. Wir hatten das letztens mit dem Magnum-Eis. Viele greifen dahin, weil es in der Werbung so. Und die natürlich bewusst, das ist viel zu teuer, aber irgendwie, man gönnt sich ja sonst nichts. Das Miese ist ja, dass durch all die Influencer das Schönheitsbild der Jüngeren so verzerrt wird, dass diese, auch wenn sie hübsch sind, ein Problem mit sich haben. Max, das Problem ist aber, auch wenn sie hübsch sind, dieses Selbstbild, das man hat, versuch mal jemandem, der Bulimie hat, zu erklären, dass er einen wunderschönen Körper hat und nicht weiter abnehmen muss. Ist da jetzt der Influencer dran schuld? Es gibt viele Einflüsse. Und dass definitiv die Influencer auch einen Einfluss haben und auch einen negativen Einfluss haben werden, auch diese Werbung, die sie machen, streitet niemand ab. Das ist so, ja. Das wird einige beeinflussen, die definitiv nicht beeinflusst werden sollten. Aber sie stellt ja hier pauschal jedem, stellt sie so hin, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen und sie dürfen das nicht. Jeder, der eine Schönheitsoperation an sich machen lässt, wenn sie nicht einen medizinischen Hintergrund hat, ist halt doof. Man hat sich beeinflussen lassen. Wir alle lassen uns jederzeit beeinflussen. Wir alle haben unsere Schönheitsideale. Und ja, Influencer können einen ungesunden Einfluss haben, na klar. Und bei Social Media ist das ähnlich, beziehungsweise verstärkt. Eine Studie aus 2019 hat eine Gruppe von Frauen mit Fotos auf Social Media bombardiert von Frauen, die bereits kosmetische Eingriffe hatten und die Kontrollgruppe eben nicht. Und so ist erwiesen worden, Fotos von Frauen, die irgendwas an sich haben machen lassen, haben eine Beeinflussung auf den Wunsch der Userin, danach etwas an sich selbst machen zu lassen. Mhm. Versteht ihr? Es reicht erwiesenermaßen, die ganze Zeit fertig operierte, gefilterte, gefotoshoppte Körper zu sehen. Wir müssen nicht mal explizite Werbung für Lippendoktor XY sehen. Je mehr Frauen wir auf Social Media angezeigt bekommen mit aufgespritzten Lippen und kleinen Nasen, desto stärker ist auch unser Wunsch, dem nachzueifern. Das hört sich irgendwie auch logisch an, aber bedenkt mal, was das bedeutet. Jede Stunde, die wir auf Beauty-Instagram verbringen, programmiert unser Gehirn effektiv um. Und ihr müsst bedenken, 10-jährige Kinder sind mittlerweile auf Instagram. Teenager sind auf Instagram. Selbst ich bin anfällig für die Scheiße. Was machen die denn mit diesen Bildern? Influencer haben wissenschaftlich erwiesen eine Verantwortung in dieser Hinsicht. Das fängt damit an, dass man seine Fotos nicht bis zum Endlevel photoshoppen sollte und endet damit, dass man nicht 100, 150 Beauty-Eingriffe an sich vornehmen lässt und das fröhlich mit Herzchen ins Internet postet, als sei es ein Friseurbesuch. Nix leben und leben lassen. Das scheiß Argument zählt für mich eh nicht. Aber... Ui.
Merkt ihr was? Da hat jemand auf jeden Fall Demokratie im Dritten Reich studiert, schätze ich. Sehr, sehr inklusiv. Leben und Leben lassen zählt für mich sowieso nicht. Danke dafür, Alicia. Endlich. Die Maske fallen lassen. Du Scheiße. Was sagt uns die junge Frau hier? Ich bestimme, was geht und was nicht. Sehr schön. Weil es negative Effekte hat, ist mein Kreuzzug gerechtfertigt. Entschuldigung, aber Mausi, schaff dich ab. Weißt du, das ist. Oh. Wir Deutschen haben ja so eine Vergangenheit, wo gerade solche Leute mit so einer Denkweise uns so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber wir sind heute noch fast täglich damit konfrontiert, dass Leute mit so einer Denkweise dafür gesorgt haben, dass wir heute so dastehen, wie wir dastehen. Mit unserer Geschichte. Ich habe ein Gegenargument, also liege ich richtig. Es ist. Sie hat ja mit manchen Punkten, die sie anführt, hat sie absolut nicht Unrecht. Ja. Dass Influencer, dass es eben auch welche gibt, die ein sehr negatives Bild eigentlich abgeben. Und dass es irgendwo sehr, sehr bedenklich ist, dass jemand 140 Eingriffe an sich machen lässt und das Ganze quietschfidel postet. Viel schlimmer finde ich aber, welche Wirkung das bei manchen hat. Vollkommen richtig, nur... Darf ich denen das jetzt verbieten? Sind wir dann jetzt wieder an dem Punkt, sobald die Chance besteht, dass ich jemanden negativ beeinflusse, habe ich mich komplett zu bedecken? Sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo jedes Schneeflöckchen seine Extrawurst kriegt, weil Ralf, 13 Jahre aus Thüringen, hat jetzt Problem damit, dass... ich vorm Stream eine Bockwurst esse, weil er hat ein Problem mit dem Fleischkonsum. Das beeinflusst ihn wieder negativ, dass er in seinem Weltbild zweifelt, dass er über sich selbst nachdenkt. Also darf ich das nicht machen? Ja, ab heute ist Fleisch verboten, Grevan. Ja. So. Klar gibt es Leute, die da, wenn sie den ganzen Tag mit so einem Scheiß bombardiert werden, dass sie dann am Rad drehen. Aber das ist doch nicht in Verantwortung derer, die so ein Billig-Content machen. Zum dafür Teil zu sorgen, auch. Dass jeder mit heiler Seele rausgeht. Zum Teil. Ja. Man trägt natürlich, ich meine, wir beide sind von unserem moralischen Empfinden, sind wir so verbrieft, dass wir von uns aus sagen, für manche Sachen geben wir uns nicht her, für manche Sachen machen wir keine Werbung. Also, ich würde zum Beispiel niemals für die Bundeswehr Werbung machen, bei mir im Stream, oder ein Spiel spielen, wo dann alle 30 Sekunden kommt, ja, Bundeswehr, Karriere mit Zukunft. So, niemals. Aber jemand anders macht das. Finde ich es in Ordnung? Nein. Werde ich es ihnen verbieten? Nein. Fucking nochmal nein. Ich würde vielleicht eine rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass man für Militärdienst keine Werbung machen sollte. So. Oder nächster Punkt, den sie angeführt hat, dass 10-Jährige mittlerweile auf Instagram sind. Ist das Problem von denjenigen, die da scheiß Content machen? Ist denn Instagram eigentlich, soll das schon für 10-Jährige sein? Ich meine, nein. Das hat auch letzten Endes nein. Natürlich wieder was mit der Bubble zu tun. Aber es hat auch wieder was damit zu tun, wie die 10-Jährigen aufs Leben vorbereitet werden. Ich meine, ich frage mich jeden Tag, warum ich heute so bin, wie ich bin. Ich frage mich, warum ich einen Bodybuilder sehe und sagen kann, der hat einen schönen Körper, vor allem, weil da sehr viel Arbeit drin steckt. Aber warum ich nicht gleichzeitig da sitze, ich will genauso sein. Ich weiß, dass das, was dieser Mensch dort getan hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte, plus, also das harte Training, die ganze Arbeit, alle 2 Stunden fressen, nachts nicht richtig schlafen, sondern alle 2 Stunden aufstehen, fressen, trainieren und so weiter. Plus eben Drogen einführen. Ich habe gar nicht das Bedürfnis. Warum? Warum ist das bei mir so? Bin ich so woke? Bin ich irgendwie besonders? Nein, ich denke nicht, dass ich krass besonders bin. Ich habe meine Schönheitsideale. Ich habe ein gewisses Körperbild, dem ich entsprechen möchte. Ich will, dass mein Fett weg ist. Deswegen trainiere ich ja auch. Obwohl ich das diese Woche auch nochmal sein lassen werde. Aber jeder von uns hat ein Schönheitsideal. Und jeder von uns strebt nach irgendwas. Sei es der Bierbauch oder sei es das Sixpack. Aber welches Recht hat sie denn, das mir vorzuschreiben oder zu verbieten, was ich zu tun und was ich zu lassen habe? Dicker, willkommen bei den Nazis mit solchen Aussagen. Nochmal. Nochmal, damit es auch jeder verstanden hat.
Instagram. Selbst ich bin anfällig für die Scheiße. Was machen die denn mit diesen Bildern? Influencer haben wissenschaftlich erwiesen eine Verantwortung in dieser Hinsicht. Das fängt damit an, dass man seine Fotos nicht bis zum Endlevel photoshoppen sollte und endet damit, dass man nicht 100, 150 Beauty-Eingriffe an sich vornehmen lässt und das fröhlich mit Herzchen ins Internet postet, als sei es ein Friseurbesuch. Nix leben und leben lassen. Das scheiß Argument zählt für mich eh nicht. Ja, geil. Wisst ihr was? Dann lasst uns doch die, Alicia als Bundesdiktatorin, dass die einfach entscheidet, was ihr passt und was ihr nicht passt. Und die, die jetzt hier irgendwelche Schönheits-OPs machen und das Ganze bewerben, die werden von der Polizei abgeholt und werden ins Gefängnis gesteckt, werden dort geschlagen, gefoltert. Die Familien von denen werden auch diffamiert, verlieren ihre Arbeitsplätze. Passt doch, oder? Weil Leben und Leben lassen zählt für sie ja nicht. Sorry, Leute, ich find sowas pervers. Passt in mein Wertesystem nicht rein? Das störe ich. Das ist das, was ich in der Schule immer gehört habe. Ja, Menschen werden zu Nazis, weil sie Dinge nicht verstehen und akzeptieren können. Wenn man zu dumm ist, um etwas, um anders sein zu begreifen. Radikal wird man, wenn man andere Werte nicht akzeptieren und verstehen möchte. Ich denke mir das immer wieder bei den Mädels im Verein, ab 11 Jahre alt. Denn wenn irgendwas ist auf Social Media, wissen sie, dass sie immer zu mir kommen dürfen. Wurde gehackt oder haben eine komische Nachricht bekommen oder. Damit zumindest ein erwachsener Ansprechpartner für sie da ist oder ohne ein Elternteil zu sein. Dann muss ich schon manchmal echt schlucken, was ich da zu sehen bekomme und rede mit denen auch vernünftig drüber. Dass viele mit Social Media nicht umgehen können oder dass manche Menschen komplett unvorbereitet ins Leben reingeworfen werden. Wenn es um das geht, bin ich vollkommen bei ihr. Stimme ich ihr zu, ja. Dass es leider eben auch Leute gibt, die sich von solcher Werbung wirklich sehr beeinflussen lassen und dann für sich so mehr oder weniger, ich will genauso sein wie dieser Mensch. Okay, ja, gibt's auch. Aber pauschal denen das alles zu verbieten? Ernsthaft? Weil das für sie nicht passt? Wo kommen wir denn hin? Okay, dann machen wir jetzt einen Wettlauf. Ja. Solche wie Alicia Joe. Nö, nicht leben und leben lassen. Muss zerstört werden. Dann mach ich jetzt mit Alicia, ich meine, sie wird den Wettlauf gewinnen, mache ich einen Wettlauf, dass ich eher an die Macht komme als sie. Und sobald ich an der Macht bin, lasse ich sie abholen. Nö, würde ich gar nicht machen. Aber das ist letzten Endes ja das, was sie hier propagiert. Leben und leben lassen. Das scheiß Argument zählt für mich sowieso nicht. Das ist ein Video, das 66.343 Aufrufe hat seit gestern. Die ist krank. Tut mir leid. Sowas von sich zu geben, die hat mit Demokratie und Gleichberechtigung hat die überhaupt nichts am Hut. So gar nicht. Das, was die Frau hier propagiert, ist Diktatur. Tut mir leid, dass ich das so extrem sage. Aber wer sich hinstellt und so eine Aussage trifft. Und ja, so eine Aussage treffe ich auch, wenn es um Beschneidung geht. Und ich sag das im selben Moment, ja. Da wäre ich ein Diktator, dass ich sowas verbieten würde, ja. Aber, gute Nachricht, auch ohne Influencer ist Social Media schon toxic. Wir kommen zu Grund 3 für den Trend, Snapchat Dysmorphia. Hinzu kommt nämlich noch, dass wir uns auch permanent selbst auf Social Media sehen, und zwar durch unsere eigene Selfie-Kamera. Und dafür gibt es sogar einen Begriff, Selfie oder Snapchat Dysmorphia. Das beschreibt den Wunsch vieler Patienten, sich so zu verändern, wie sie es in Snapchat-Filtern sehen. Die American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery hat zum Beispiel im Jahr 2019 erhoben, dass 72% der Beauty-Eingriffe gemacht werden, weil die Patienten unter anderem in Selfies besser aussehen wollen. Woran liegt das? Erstens an den Filtern, die wir auf Social Media vorgesetzt bekommen. Andauernd solche, die Lippen vergrößern, die Nase verkleinern, die Augen nach oben liften und so weiter. Aber auch alleine an dem Fakt, dass die Brennweite einer Selfie-Kamera ganz anders ist als das, was wir als Menschen im realen Leben sehen. Denn ja,
wieder das Thema, was ich letzte Woche hatte. Ich will ein Bild posten und ich kriege es mit der Kamera nicht hin, wie es im realen Leben aussieht. Ich war ja sogar erstaunt, dass meine Stream-Kamera mit dem Licht, das ich hier habe, dass man da meine Adern besser sehen kann, als wenn ich das mit dem Handy irgendwie im Bad bei richtig geilem ausgeleuchtetem Licht habe. Bei mir ist es also genau andersrum. Ich muss mit Social Media nachhelfen, damit man ansatzweise das erkennen kann, wie es in real aussieht. Ich habe Glück in dem Fall. Eine Nase sieht in einem Selfie, weil sie weiter vorne ist, aufgrund der Brennweite 30% größer aus, als sie in echt ist. Das ist Mathematik und das kann man vergleichen, das ist nicht ausgedacht. Eure Nase sieht in der Realität nicht so aus wie auf Selfies. Alleine wenn ihr ein Foto macht mit einer Kamera, die eine andere Brennweite hat, seht ihr das schon. Ja. Zusammengefasst, Instagram und soziale Medien spielen erwiesenermaßen eine riesige Rolle im Anstieg von Schönheitseingriffen. Dr. Alexander Hilpert sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie und ist in Untersuchungen auf folgendes Ergebnis gekommen. Die Patienten sind ein bisschen jünger geworden. Aus welchem Grund? Heutzutage sieht man sich fast täglich selbst über WhatsApp, über Instagram. Durch diese ständige Selbstbeurteilung, Selbstablichtung und Beurteilung fallen ihnen plötzlich Sachen auf. Mhm. Kommen da auch Leute mit Fotos wirklich von Instagram zu ihnen hin und sagen, so will natürlich. Ich aussehen? Ja, kommt immer. Aber Leute, das ist doch nichts Neues, Mann. Früher, meine Mutter hat sich aus irgendeiner Zeitschrift ein Bild ausgeschnitten, ist mit der Frisur hin zur Friseurin, hat gesagt, machen Sie mir diesen Haarschnitt bitte. Das gab's schon immer, seit Menschengedenken. Immer häufiger vor, deswegen haben wir die Statistik so interpretiert. Verleitet Instagram zu Schönheitsoperationen? Ja. Bestimmt, ja. Kann ich so sagen, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Finale dieses Videos. Gefahr von Beauty-OPs und warum wir dem Trend gegensteuern sollten. Denn entgegen vieler Social-Media-Gerüchte gehen nicht nur mit OPs, sondern auch mit minimal invasiven Eingriffen einige teilweise schwerwiegende Risiken und Nebenwirkungen einher. Das erste ist das Element der körperlichen Gesundheit, die beeinträchtigt werden kann. Lasst mich das Ganze mit einem Extrem deutlich machen. Als Sophia Wollersheim sich die unteren Rippen hat rausmachen lassen, um eine schmalere Taille zu bekommen, gab es einen riesigen Aufschrei. Man kann doch nicht seine Gesundheit so krass gefährden, nur für Schönheit. Gleichzeitig gibt es aktuell einen Trend auf TikTok, in dem tausende Mädels ihr Brazilian Buttlifting, also den operativen Transfer von Eigenfett in den Po begleiten. Diese Operation ist erstens extrem schmerzhaft und allein der Fakt, dass man danach 3 Wochen nicht richtig sitzen kann und auf dem Bauch schlafen müsste, wäre schon ein No-Go für mich. Aber sie geht auch nicht selten mit Komplikationen einher. Und die schwerwiegendste ist der Tod. Dieser tritt ein, wenn das Eigenfett bei der Einspritzung in den Po versehentlich in eine Vene gerät und dann gibt es eine Embolie. Und das geht dann auch relativ schnell. Eine intensive Studie aus dem Jahr 2017, in der fast 5000 Chirurgen weltweit anonyme Fragebogen zugesendet bekamen, kam zum Schluss, dass die Sterblichkeit bei einer Brazilian Buttlift OP irgendwo zwischen 1 zu 6.000 und 1 zu 2.000 liegt. Man kann also grob behaupten, eine von 4.000 Frauen stirbt bei dieser OP. Das ist ein 4.000, wie viele Prozent sind das? 100 wäre 1%. 1.000 wäre 0,1%. 0,001% oder wie viel wär's? Oder 1 zu 6.000? Müsste man mal gegenrechnen, wie viele Menschen jährlich durch Ärztepfusch sterben oder durch generell durch OPs, durch multiresistente Krankenhauskeime. Es ist besorgniserregend, aber das ist doch ein selbstinduziertes Problem, wozu sich die Leute doch selber entschieden haben. Darf ich denen das einfach absprechen? Ich tue mich schwer damit, Leute. Relativ hohes Risiko zu sterben, dafür, dass man sich einen riesigen Arsch implantiert, der ohne Photoshop auch noch relativ scheiße aussieht. Habt ihr euch mal Kim Kardashian in Real Life von hinten reingezogen? Das sieht nur auf Instagram-Bildern gut aus. Nö, das sieht nur geil aus, wenn sie ein Latexkleid anhat.
Grundsätzlich kann man aber auch für alle weiteren OPs sagen, eine Narkose birgt immer ein Risiko. Mhm. Nicht, dass du unbedingt stirbst, aber jede Narkose ist für den Körper eine Anstrengung. Und um nochmal ein bekanntes Beispiel zu nennen, Kanye Wests Mutter starb an Herzproblemen infolge einer Schönheitsoperation. Und auch in Deutschland sterben Menschen bei Schönheitsoperationen. Ja. Ein prominentes Beispiel ist Cora gewesen, ja. Aber auch Privatpersonen. Auch minimalinvasive Eingriffe bilden Gefahren. Botox selbst hat schon... Es wären 0,00222%. Danke fürs Ausrechnen, Steve. ...schon einige taffe Nebenwirkungen, die auftreten können. Ich möchte mich aber im Folgenden auf Hyaluron-Injektionen konzentrieren, die meines Erachtens viel zu unbedarft von Influencern beworben werden. Das sagt Dr. Alexander Hilpert, bevor er eine Unterspritzung vornimmt. Ich könnte Nerven verletzen, Gefäße verletzen. Der Patient kann, wenn ich das in ein Augengefäß praktisch spritze, erblinden, Sehstörungen bekommen. Es gibt tatsächlich in Asien ganz viele Patienten, wo die Nase abstirbt, weil sie sich den Nasenrücken aufbauen lassen wollen mit Hyaluronsäure und dann wird die Nase schwarz, weil sie nicht mehr durchblutet ist. Ja, diese... Und genau das ist Aufgabe eines Arztes oder Chirurgen, der diese Operation durchführt. Die müssen ihre Patienten in vollem Umfang über die Folgen informieren. Ich meine, als ich damals mich unter das Messer habe legen lassen wegen meinem gebrochenen Mittelhandknochen, da habe ich auch mehrere Seiten ausfüllen müssen, nur für die Anästhesie. Und wurde darüber informiert, dass ich im schlimmsten Falle da einfach auf dem Tisch liegen bleiben darf. Und du musst dann letzten Endes dafür unterschreiben, dass wenn es dann rum ist, dass sie dich in eine Plastiktüte schicken und dann deiner Familie überlassen. Ganz grob und blöd gesagt. Jede Narkose kann zu einer tödlichen Reaktion oder kann mit Komplikationen einhergehen, die im schlimmsten Fall mit deinem Ende. Obwohl, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlimm, als wenn du dann im Wachkoma oder sowas liegst. Vielleicht wäre das noch angenehmer. Aber faktisch, ja, da hat sie recht. Narkosen sind gefährlich. Aber hätte ich den Eingriff gebraucht, hey, ich hätte auch den Rest meines Lebens mit diesem Hühnerei-großen Ding oder mit diesem halben Hühnerei auf dem Handrücken rumlaufen können. Mich selber dazu entschieden, sogar in der Tat. Das war nicht mal eine Schönheits-OP, aber es hatte letztendlich ja nicht mal einen wirklich medizinischen Hintergrund. Es hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil es war ja vorher, war es ja soweit heil, bis ich dann mit ein paar Jungs Rugby gespielt habe, weil ich eben nicht mehr den Finger so haben, also dass der Knochen so runterhängt, also wirklich, als wenn man draufdrücken würde, so runterhängt und so leicht nach innen eingebogen ist, sondern ich wollte wieder eine vernünftig funktionierende Hand haben. Habe ich mich selber dazu entschieden. Und es war gut so. Diese Studie gibt es tatsächlich. Gerade bei Menschen, die schon eine Nasen-OP hatten, ist es sehr gefährlich, Hyaluron irgendwo in die Nasengegend zu spritzen, da sich eine Nekrose bilden kann. Es gibt sogar Ärzte, die Unterspritzungen mit Hyaluron in diesem kompletten Bereich generell ablehnen, weil ihnen die Risiken zu hoch sind. Ich habe auch ein deutsches Beispiel gefunden von einer Frau, die nach einer Unterspritzung der Zornesfalte eine Nekrose erlitten hat. Eine noch schwerwiegendere Komplikation bei Hyaluron-Unterspritzung wäre die irreversible Erblindung. Es ist sehr selten, aber ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal überlegt, hier meine Augenfalten, die könnte man noch unterspritzen lassen. Aber als ich gelesen habe, dass es eine, wenn auch sehr, sehr seltene Komplikation... Ich möchte sie nicht dafür kritisieren. Aber ich würde gerne mal wissen, warum sie sich das unterspritzen lassen wollte. Weil, hey, nach meinem Empfinden, ja, du bist doch hübsch genug. Möchte ich dir verbieten, du brauchst das doch nicht. Du brauchst sie doch auch nicht schminken, du brauchst sie nicht mal die Zähne putzen. Mich stört das nicht. ...gibt, dass ich für immer erblinden könnte... Habe ich es natürlich nicht gemacht. WTF? Ja, ist eine gute Entscheidung. Dein gutes Recht. Vernünftig. Aus meinem Wertesystem. Was machen? Kommt, dass viele Langzeitfolgen von Hyaluronfüllern seit der Markteinführung in 1996 noch gar nicht bekannt sein können. Jetzt keine Impfdiskussion bitte, aber ich muss da immer an Daniela Katzenberger denken, die ja gesagt hat, dass sie sich nicht impfen. Das weiß ich nicht, Ayumi. Ich kannte die vorher nicht. Ich weiß, also jetzt gerade, wo du es schreibst, dass sie bei Germany's Next Topmodel war, weißt du, wann ich das mal geschaut habe? Das, boah,
Wann ging das damals los? Die erste Staffel oder sowas hier mit der rothaarigen Barbara Meyer, ja. Jetzt weiß ich, dass sie mal bei Germany's Next Topmodel war. Ganz ehrlich, wer da hingeht, in meinen Augen, ist ganz schön bescheuert. Ich würde da meine Tochter nie hinschicken. Im Leben nicht. Aber das ist, verstehst du, ich würde es nicht verbieten. Ich würde aber auch kein Geld dafür geben. Wenn ich bei RTL oder wo auch immer, ich glaube ProSieben war es, ne, wo das läuft. Ich als Intendant eines solchen Fernsehsenders, ich würde nicht einen verfickten Cent für so eine Sendung bereitstellen. Ist meine Entscheidung. Wenn ein anderer TV-Sender das für sich macht, dann sollen die sich ihre komische Heidi Klum direkt prostituieren, als dorthin zu gehen. Na, wahrscheinlich verdienst du mit dem direkt prostituieren viel mehr Geld und musst dich nicht so hinhalten lassen. Sehe ich ähnlich. In Langzeitfolgen, aber die gesamte Fresse unterspritzt hat. Sorry, was ist denn das für eine Logik? Dr. Gavin. Oh, das ist natürlich auch interessant. Schaut mal. Hier hat die Frau Katzenberger zum Beispiel tatsächlich eine Zeit lang mal überlegt, hier meine Augenfalten, boah, die könnte man doch unterspritzen lassen. Aber als ich gelesen habe, dass es eine, wenn auch sehr, sehr seltene Komplikation gibt, dass ich für immer erblinden könnte, habe ich es natürlich nicht gemacht. WTF, warum sollte ich das machen? Hinzu kommt... Ja, richtig, warum sollte ich das machen? ...dass viele Langzeitfolgen von Hyaluronfüllern seit der Markteinführung in 1996 noch gar nicht bekannt sein können. Jetzt keine Impfdiskussion bitte, aber ich muss da immer an Daniela Katzenberger denken, die ja gesagt hat, dass sie sich nicht impfen lässt. Sie lässt sich nicht impfen und weiter, aber das Zeug ist mir noch nicht erforscht genug. Es gibt keine Langzeitstudien. Ja... Im Kontext, dass sie sich Hyaluron und sonst was spritzen lässt, ist diese Aussage halt nicht besonders smart. Und deswegen hat sie jetzt weniger Recht zu sagen, yo, der Impfstoff ist mir nicht erforscht genug. Ist halt nicht besonders klug. Ja. Finde ich es richtig? Nicht unbedingt. Hätte sie mal lieber die Klappe gehalten. Aufgrund der potenziellen Langzeitfolgen, aber die gesamte Fresse unterspritzt hat. Sorry, was ist denn das für eine Logik? Dr. Gavin Chan ist international relativ bekannt geworden, dadurch, dass er aufgezeigt hat, dass Hyaluron eben nicht, wie oft vermutet und weit verbreitet, vor allem unter Influencern, nach einer Zeit im Körper von selbst abgebaut wird. Laut ihm ist es ein Mythos und er hat Patientinnen untersucht, die vor 10 Jahren ihre letzte Lippenunterspritzung hatten. Und na, Buster, es stimmt ja so nicht ganz. Ist ja nicht so, dass sie mit der Herstellung solcher Impfstoffe erst vor 2 Jahren begonnen hätten. Das macht man schon seit sehr langer Zeit. Aber einen Impfstoff jetzt speziell für dieses Coronavirus, das es übrigens auch schon sehr lange gibt, da hat man vielleicht vor relativ kurzer Zeit erst angefangen. Das ist nicht so, dass die erst vor 2 Jahren angefangen haben, diese Impfstoffe zu erforschen. Ich sag das immer wieder, sie waren schon auf der Autobahn mit 130 km/h unterwegs. Wir haben es nur nicht mitgekriegt. Die hatten immer noch Teile dieser Hyaluronsäure im Gesicht. Was nämlich passiert ist, so ein Filler in der Lippe, zum Beispiel in der Oberlippe, baut sich nicht einfach in der Oberlippe ab und ist dann weg, sondern er verrutscht und verläuft lediglich und das lässt es dann so erscheinen, als sei er weg. Das heißt, ja. Wenn man sich Filler in die Oberlippe spritzen lässt, dann läuft er irgendwann aufgrund der Bewegung und der Muskeln zwangsläufig hier nach oben rein. Ja. Wenn man sich Filler in die Wangen spritzt, dann läuft dieser aufgrund der Erdanziehungskraft mit den Jahren hier unten hin. Ja, richtig. Und über sowas muss man informieren. Dafür muss es auch Anschauungsmaterial geben. Und da muss man, ganz ehrlich, da braucht man nicht die Gesellschaft ändern. Da muss man dafür sorgen, dass Ärzte und Chirurgen, die solche OPs durchführen und auch damit Geld verdienen. Auf Zigarettenschachteln gibt es Bilder von irgendwelchen Lungenkrebs und Gaumenkrebs und keine Ahnung was. Hält das irgendeinen von euch Rauchern ab, den Scheiß zu konsumieren? Nicht wirklich. Aber Ärzte und Chirurgen und ärztliches Personal sollte mit Aufklärungsmaterial arbeiten über jede kleine Sache, die in so einer OP passieren kann. Also, wenn wir dir die Scheiße hier reinspritzen, das kann passieren und das passiert in so und so viel % der Fälle. Es muss aufgeklärt werden.
Und wenn dann immer noch einer der Meinung ist, er will sich gerne da 1,5 Liter ins Gesicht reinballern lassen, ja dann bitte, Feuer frei. Das heißt, wenn ihr es richtig machen wollt, müsst ihr theoretisch immer den alten Filler mit Hyalase auflösen lassen, bevor ihr einen neuen Filler mit Hyaluron reintut. Langfristig können sich so auch Knötchen und Gewebeveränderungen bilden, die noch nicht hundertprozentig erforscht sind. Aber mal abseits von Bedenken bezogen auf die körperliche Gesundheit. Wie sieht das denn eigentlich mit der geistigen Gesundheit aus? Wenn ich mir angucke, dass es auf TikTok aktuell einen Trend gibt, für Veneers zu werben, also für die komplette Überkronung von eigentlich gesunden Zähnen, nachdem diese vorher extra runtergeschliffen wurden. Ganz, ganz schlecht. Aber Spaß beiseite. Halte ich auch nicht viel davon. Seite. Auch obwohl da wiederum meine Frage an Sie gerichtet ist, woher weißt denn du, dass die Zähne von diesen Leuten wirklich gesund sind? Ich habe zum Beispiel bei mir in der Familie, gibt es schon Unterschiede. Zwischen meinem Bruder und mir gibt es einen riesigen Unterschied, was die Zähne angeht. Ich habe Füllungen, ja, in den Backenzähnen. Mein Bruder hat aber von Haus aus hat schlechte Gene mitbekommen. Der hatte schon immer Probleme mit seinen Zähnen. Bei dem musste schon immer viel gemacht werden. Das ging so weit, dass er irgendwann eine Panik entwickelt hat und sich nicht mehr zum Zahnarzt getraut hat. Der ist dann erst wieder, konnte man den zum Zahnarzt bewegen, als er beim Bund war. Und da haben die ihn jedes Mal auf Narkose gesetzt. Die haben ihn praktisch ausgenockt, damit sie an seinen Zähnen rummachen konnten. Von außen würde ich jetzt zum Beispiel bei der Alicia sagen, ihre Zähne sind voll gesund. Weiß ich das? Ist schwierig. Klar, sehen gesund aus. Sind sie deswegen wirklich gesund? Ich würde ihr attestieren, so weiß wie ihre Zähne sind, dass sie die bleicht. Dass sie da auch nachhilft. Ich mache keinen Vorwurf, ist voll in Ordnung. Eine leichte Gelbe sieht man, wenn man sich die Zähne oben anguckt. Aber wenn man unsere Zähne mal vergleicht, ja, da habe ich gelbe Zähne im Vergleich zu ihr und ich bin nicht Raucher und ich trinke keinen Kaffee. Also, geistige Gesundheit bei Daniela Katzenberger, schwieriges Thema. Da diskutiere ich nicht drüber, Bastel. Die Katzenberger hat eine Aussage getroffen, die so nicht komplett verkehrt ist, aber auch nicht ganz richtig ist. Deswegen muss ich sie nicht unbedingt dafür kritisieren. Sie hat das Recht, das anzusprechen, jo, das mit dem Impfen, da habe ich meine Probleme damit. Und wenn sie das weiter so beibehält, dass sie ihre Tests selber bezahlt, dann bitte, ist ihre Entscheidung. Finde ich's geil? Nein. Will ich sie verbieten? Nein. Gott verdammt nochmal. Zum Thema Social Media und mentale Gesundheit gibt es viele Studien. Einige davon legen nahe, dass Social Media in gewissen Hinsichten definitiv ein Faktor für Unzufriedenheit, Ängste oder gar Depressionen sein kann. Ja. Ich meine, ist ja quasi dann auch wiederum logisch, wenn man die Zahlen von kosmetischen Eingriffen sieht, die mit der Nutzung von Social Media korrelieren. Ja, Social Media kann sehr wohl deine soziale Verfassung befeuern, negativ wie positiv. Allerdings ist das auch gleichzeitig in Korrelation damit, dass man auf Social Media erst eine Plattform hat, das auszuleben in irgendeiner Form. Früher haben die Leute halt zu Hause gesessen und sich dann irgendwann den Strick genommen. Heute haben sie die Möglichkeit, das auch nach außen hin zu kommunizieren. Überraschung! Ich möchte mit euch wetten, dass durch diese ganze Social Media Geschichte, dadurch, dass Leute das auch mittlerweile offen machen, wenn sie Depressionen haben oder auch mit anderen Sachen zu kämpfen haben, dass dadurch auch vielen wieder geholfen werden kann. Andere rutschen vielleicht dadurch erst richtig rein. Manche nutzen Social Media, um andere fertig zu machen. Dadurch rutschen andere wieder rein in diese Geschichte. Ich meine, wie hieß denn der Streamer, der sich letztes Jahr aufgehangen hat? Stream Urgestein. Haben doch eh schon wieder alle vergessen. Gab's komisch, alle waren so betroffen auf Social Media. Alle waren betroffen, jetzt weiß es keiner mehr. Ich kann mich leider auch nicht dran erinnern, aber ich hatte mit diesem Menschen noch nie was zu tun, aber der war wohl ein Streamer-Urgestein. Der hat noch einen Stream gemacht, der ein bisschen komisch rüberkam. Ich habe noch die letzten Clips so gesehen, ein paar Minuten aus dem Stream und da habe ich direkt Bauchgefühl gehabt, oh, da steckt was im Argen. Und da wusste ich noch nicht mal, dass er sich dann weggeräumt hat den Tag. Wie hieß er denn, Alter? Keine Ahnung. Ich google mal ganz schnell. Wreckful hieß er.
Am 2.7.2020, das ist jetzt ein Jahr her. Nie gehört? Die meisten von Ihnen werden ihn nicht kennen. Ich kannte ihn nicht, ich hatte mit ihm überhaupt nichts zu tun. Aber der ist wohl so ein absolutes Streamer-Urgestein gewesen. Was der gemacht hat, er lebt nicht mehr. Bei dem hat definitiv Streaming oder auch Social Media hat da auch seinen Anteil mit dran. Weiß man jetzt im Nachhinein. Durch den ganzen Scheiß, den man auch online abkriegt. Sein Content, keine Ahnung, Buster. Er war auch schon sehr lang psychisch krank. Ja, ja. Soweit ich weiß, hat er auch eine gewisse Geschichte. Man kann Social Media auch nutzen für was anderes. Man kann solche Themen offen ansprechen. Dass es Probleme sind. Aber wisst ihr was? Da finde ich die Unterhaltungsbranche dann auch wieder zum Kotzen. Weil viele Leute rausschalten, wenn man so ein Thema hat. Es sind ja alle so fucking woke. Es sind ja alle so fucking supportive. Es sind ja alle, die, alle geben sich gerne auch mit irgendwelchen negativen Themen, ja? Wichtige Themen, die angesprochen werden müssen. Komisch. Viewerzahlen, egal bei wem, gehen runter, wenn sowas angesprochen wird. Wir keine haben. Alle wollen Friede, Freude, Eierkuchen. Gute Laune. I got a feeling. Woo-hoo. Und nicht, Leute, mir geht's heute echt scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Man kann so eine Plattform nutzen, ja. Aber es liegt doch auch wieder am Konsumenten, wie er damit umgeht. Drama wollen die Leute haben, ja. Wenn man Beef mit irgendwem hat, das wollen die Leute haben. Die Leute wollen gerne richtigen Scheiß sehen. Wenn sich Leute an den Hals gehen oder sowas. Aber ich find's gut, dass man durch Social Media eben auch gerade sowas eine Plattform bieten kann, dass man ansprechen kann, das und das ist Thema, du bist nicht alleine, dass man anderen Leuten helfen kann zum Beispiel. Ich bin stolz drauf, dass der ein oder andere zu mir ein Vertrauen hat und mich anschreibt. Wenn er zum Beispiel Kontakt zu seinem Arzt hat und sagt, ey, ich habe momentan wieder echt eine scheiß Phase. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sag, Dicker, ich bin nun wirklich kein Psychologe oder sowas. Ich kann dir nur empfehlen, red mit dem Arzt und versuch eine Lösung zu finden. Ja, aber die Lösung, die möchte ich nicht. Ich so, du möchtest oder nicht, aber das kann sein, dass das die beste Lösung ist, die du hast. Weil alle anderen, die letzten Endes sehr endgültig sind, die solltest du besser sein lassen. Weil das, was gerade in deinem Kopf vorgeht, das siehst du in einer Woche vielleicht anders. Bin ich ein bisschen stolz drauf, dass manch einer jetzt das Vertrauen hat und dass ich dem da vielleicht auch ein kleines bisschen helfen kann. Nicht viel, nur ein kleines bisschen. Nur so einen kleinen Schubs. Ich werde mich jetzt erstmal in Watte packen. Mach das. Ich fühle mich jetzt tatsächlich seit Samstag gar nicht mehr so dolle und ich werde heute mal machen ruhig. Nochmal ins Kissen horchen. Mach das, mein Güter. Jo, dann euch noch einen schönen Reststart in die Woche. Nee? Machst du rein, Mann. Und bis zum nächsten Mal. Bussi! Ich finde aber, in der heutigen Zeit kann man besser öffentlich über Depressionen sprechen. Ja. Finde ich auch. Muss man. Ich finde das mega wichtig. Aber Social Media ist ja nur das Böse. Ja, dass viele das nicht hören wollen, dass, keine Ahnung, wenn es um so eine Thematik geht, dass viele sich das nicht angucken oder verurteilen oder egal um was es geht. Alle wollen immer nur eine gute Laune und eine gute Zeit haben. Bloß nicht mal die Ohren aufmachen für reale Themen, für wichtige Themen. Oh, du machst immer so schweren Content. Aber man kann. Geht nicht nur in eine Richtung, diese ganze Scheiße. In diesem Video erörtert und durch Studien belegt haben, die macht man ja, weil man unzufrieden mit was ist. Ständige Unzufriedenheit lässt uns konsumieren. Häufig sind es Kleidung oder Cremes und im extremsten Fall sind es Operationen. Geil findet das vor allem die Wirtschaft. Dieser Konsum ist keine bewusste Entscheidung, sondern ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die kann ich verstehen, Slanka, ja. Ausüben. Und hier schließt sich der Kreis zu meiner eigentlichen These. Warum Schönheitseingriffe nicht feministisch sind. In einer Zeit, in der Werbung, in der Influencer, in der unsere eigenen Smartphone-Kameras uns Unsicherheiten eintrichtern, ist es schwierig, das Nachgeben dieser Unsicherheiten
teilweise mit Inkaufnahme von extremen gesundheitlichen Risiken, als Empowerment zu deklarieren. Oft wird das Machen von Eingriffen und OPs trotz gesundheitlicher Risiken mit dem Female Choice Feminism gerechtfertigt. Also ganz kurz gesagt, von wegen, wenn eine Frau eine selbstständige Entscheidung trifft, dann ist das immer feministisch. Und diese Frauen treffen die selbstständige Entscheidung, sich unters Messer zu legen. Jetzt ist aber das Problem bei dieser These, dass nicht beleuchtet wird, warum es überhaupt zu dieser Entscheidung kam. Ich erinnere nochmal daran, keine Sau auf Social Media lässt sich absichtlich einen Höcker auf die Nase operieren. Und für die Männer... Und wenn sie es täte, sich einen Höcker auf die Nase operieren zu lassen, dann wäre sie erst eine Feministin? Keiner lässt sich bewusst die Haare hier oben weglasern, sodass es einen kreisrunden Haarausfall ergibt. Eine Schönheits-OP ist in 99,99%... Entspann dich gut, Gregi, Kussi. ...keine einfach so persönliche Entscheidung, sondern eine unterbewusste, soziale, biologische, gesellschaftliche, kapitalistische oder trendgesteuerte. Ist man deshalb ein schlechter Mensch, wenn man eine Schönheits-OP macht? Ja, ganz klar. Nein, natürlich nicht. Sieht sie anders? Also es tut mir leid, ich bin kein ausgebildeter Psychologe, aber... Ihr macht? Ja, ganz klar. Nein. Augen. Natürlich nicht. Es macht dein sonstiges Handeln auch nicht weniger feministisch, wenn du operiert und unterspritzt bist. Aber man sollte einfach in dieser speziellen Hinsicht die unangenehme Wahrheit akzeptieren. Es ist nicht immer alles super feministisch und toll auf dieser Welt. Nee, richtig. Das ist actually das, was die Firmen wollen, was du denkst. Damit du neue, green-gewaschte Begründung hast, weiterhin Schönheit zu konsumieren. Aber in Wirklichkeit ist es ein sehr, sehr viel kritischer zu betrachtendes Thema, von dem man nicht ablenken sollte. Lass uns das einfach akzeptieren. Und gerade für meine jüngeren Zuschauer möchte ich dieses Video um ein Plädoyer für natürliche Schönheit erweitern. Zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Ich wette hiermit, dass wir um 2040 über diese ganz aktuellen Trends lachen werden, wie wir jetzt über dünne Augenbrauen, dunklen Lipliner und blauen Lidschatten lachen. Nur, dass wir dieses Mal auch ein paar Menschen an den Beauty-OP-Trend verloren haben. Als ich 16 war, habe ich meine Nase gehasst. Ich wollte gerade sagen, sie wird die Nase mal korrigieren haben lassen. Heute gibt es kaum etwas, über das ich so froh bin, wie den Fakt, dass ich meine Nase damals nicht verändert habe. Echt nicht? Weil hier die Seiten sehen aus. Jetzt nicht das hier oben drauf, sondern eher die Seiten. Denn ich habe gelernt, dass Einzigartigkeit einer der wichtigsten Faktoren in Bezug auf Schönheit ist. Hollywood-Stars haben das sehr krass erkannt. Denn obwohl diese auch viel an sich machen lassen, behalten sie sich dabei ihre Einzigartigkeit, damit man ihre Gesichter nicht vergisst. Schaut euch mal die Nasen von Paris Hilton, Nicki Minaj, Rosie Huntington oder Julia Roberts, die sogar eine schiefe Nase hat, je nachdem aus welcher Richtung man schaut, an. Alba Flores aus Haus des Geldes hätte niemals einen solchen Wiedererkennungswert als Schauspielerin ohne ihre Nase. Das gleiche gilt für jedes beliebige Körperteil, zum Beispiel für Schlupflieder. Ohne diese hätten Claudia Schiffer, Monica Bellucci, Adriana Lima, Jennifer Lawrence nicht ihre Einzigartigkeit. Wenn uns... Was haben sich denn die Mädels sonst machen lassen? Oder die Schauspieler, die du gerade nennst? Wenn uns etwas an unserem Gesicht stört, dann fokussieren wir uns nur darauf. Ohne ist ein zu merken, Fehler. Dass der Mensch per se eigentlich Gesichter als Ganzes wahrnimmt. Und Menschen... Kommen wir jetzt vielleicht endlich am Ende des Videos auf vernünftige Aussagen? Chris! Vielen, vielen Dank für deinen Resub mit Prime im 14. Monat. Liebe! Mein Abo eigentlich immer am Wochenende aus. Ich habe keine Ahnung. Smiley, 14 Monate Hype. Vielen, vielen Dank für deinen Resub mit Prime im 14. Monat. Ausrufezeichen Liebe für den guten Chris. Dankeschön, mein Bester. Super lieb von dir. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt kommt endlich mal eine vernünftige Aussage von ihr. Nämlich, dass das Einzige, was wir wirklich machen sollten, ist... Vielleicht eben nicht nur den Schönheitsinfluencern, den Operierten, einfach das Feld überlassen und nur diese Schönheit hochzuhalten, sondern dass wir gerade, aber das muss jeder für sich auch selber entscheiden, dass wir gerade denen, die sowas nicht machen, ihren Raum und ihren Platz geben und sie hochhalten. Da bin ich voll dabei, ja.
werden oft mit den Anlagen geboren, die ihnen auch am besten stehen. Für manche... Vielen, vielen Dank, Chris. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Bester. ...voluminöse Lippen. Für andere sehr, sehr kleine und schmale. Beides kann grandios aussehen, wenn man ein Auge für Schönheit auch abseits des Mainstreams hat und diese richtig... Wenn man ein Auge für Schönheit hat, das ist rein subjektiv, wie Kunst, Hasenkind. ...richtig akzentuiert. Man muss auch nicht jedes Körperteil an sich selbst abgöttisch lieben. Manche Dinge an unserem Körper sind mega, mega schön, manche machen uns einzigartig und manche sind einfach da und... Und tragen zum Gesamtwerk bei. Und wir alle altern halt auch. Man kann sich nur entscheiden, ob man wie eine alte Person mit Falten oder wie eine alte Person mit Botox und Hyaluron aussehen will. Darf sie, wenn sie möchte. Alt sieht man so oder so aus. Ich habe mir vorgenommen, im Oktober wieder meinen Beauty-Kanal aufleben zu lassen und da mal mehr über solche Themen, also Schönheit durch Imperfektionen, zu reden. Wenn ihr da Interesse habt, abonniert gerne schon mal rein. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt noch loswerden wollt, was ich in diesem Magnum Opus vergessen habe, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich, eure Nachrichten zu lesen, aber bleibt bitte wie immer sachlich und rational. Man sieht aber eins, dass den Höcker, den sie auf der Nase hat, dass sie den abpudert, damit er nicht so glänzt. Würde er glänzen, würde er mehr auffallen. Das heißt, mit ihrer Schönheit durch Imperfektion. Ich möchte glatt mit euch wetten, dass, wenn wir nach Schönheitsidealen gehen, dass wenn wir ihr Gesicht, ja, einfach mal durchschneiden und auf die andere Seite umklappen, dass sie ein sehr symmetrisches Gesicht hat. Sie ist einfach auch genetisch, hat sie so richtig in die Trickkiste gegriffen. Er hat Glück gehabt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Sie hat das große Glück, dass sie mit schönen, großen Augen auf die Welt gekommen ist, ein schlankes Gesicht hat oder auch ein, generell anscheinend einen Metabolismus, der es ihr erlaubt, schlank zu sein. Natürlich wird da auch sehr viel Arbeit drin stecken. So wie ich ja jetzt weiß, war sie schon mal bei Germany's Next Topmodel, das heißt, an und mit ihrem Körper arbeiten, ist ihr wohl sehr vertraut, wenn sie in die Richtung schon was gemacht hat. Weil Modeling ist ja nun auch, kriegt man nicht geschenkt. Also nur schön aussehen im Modelberuf bringt einen nicht wirklich weiter, sondern da gehört noch viel mehr dazu. Sehr viel harte Arbeit. Und sie möchte jetzt praktisch uns vorschreiben oder euch vorschreiben, was ihr zu tun und was ihr zu lassen habt. Dann verbieten wir jetzt dem Parabelritter sein Glasauge zu tragen, sondern er soll das gefälligst rauslassen, weil er versucht sich ja einem Schönheitsideal der zweiäugigen Menschen anzupassen. Und das finde ich äußerst verwerflich. Nee. Er soll machen, was er möchte.